Ich bin jetzt sehr gespannt auf Dino Crisis. Ich habe es mal kurz getestet, ob es funktioniert. Und es funktioniert. Und mein erster Eindruck ist tatsächlich ziemlich gut. Ey. Ich glaube, ich mag das Spiel. Ich bin sehr gespannt, da jetzt heute ein bisschen uns näher das anzuschauen, weil ich tatsächlich überhaupt keine Ahnung habe von Dino Crisis. Ich habe es noch nie gespielt tatsächlich. Ich bin sehr gespannt. Ich habe nur Gutes vom ersten Teil vor allem gehört. Resident Evil mit Dinos. Was kann man da falsch machen? Sehr cool. Hein Patrick und Wolfsblut und Nivis. Hi. Und McClyde. Und Frankie Tanky. Cool, cool. Ich habe schon ein neues Ziel eingerichtet. Dadurch, dass wir mit Dino Crisis wahrscheinlich jetzt ein bisschen mehr Zeit verbringen, dass das ein großes Bonusziel ist und das nächste auch ein großes Bonusziel wird, habe ich das Ziel jetzt ein bisschen höher angesteckt. Aber ja, das gibt es ab jetzt auch schon zu erreichen quasi. Dino Crisis ist goldig. Habe schon in meiner Kindheit kennengelernt. Noch lange vor Resi. Ah, interessant. Cool, cool. Deswegen habe ich es mit aufgenommen quasi als Bonusspiel, ja im gleichen Jahr erschienen wie Resident Evil 3. Das war so ein bisschen jetzt sind wir so am Höhepunkt des Survival-Horrors, kann man sagen. Zumindest erfolgstechnisch und beliebtheitstechnisch geht es, glaube ich, nicht mehr sehr viel höher als jetzt so. So die Zeit, in der wir uns chronologisch da gerade befinden, denke ich mal. Naja, ich weiß gar nicht. Das hat sich schon ein bisschen die PlayStation 2-Ära reingezogen, tatsächlich, das goldene Zeitalter. Aber jetzt geht's los, würde ich sagen. Genau. Oh Mann, ich bin echt alt. Ja, das sind wir alle, aber alle auch nicht wirklich. Weißt du, wenn wir 80 sind, dann können wir sagen, okay, jetzt sind wir vielleicht wirklich alt. Kann man schon sagen, mit 80 ist man alt. Aber weil ich bin jetzt auch Ende 30 und denke mir auch immer so, boah ey, holy shit, fast 40 Jahre, crazy. Aber ich meine, come on, ist doch, also, das ist ja lächerlich, davon alt zu reden, eigentlich, wenn wir mal ernst sind. Du bist reif, nicht alt, ja genau. So lange willst du nicht leben? Warum denn nicht? Warum denn nicht? Ich würde am liebsten ewig leben, wenn es gesundheitlich passt natürlich. Das ist immer die Frage. Das ist immer das, was man damit meint. Natürlich, man will auch lang gesund bleiben, nicht nur lang leben. Ihr sagt mir wieder Bescheid, wegen Game Sound und so, wegen Lautstärke. Life is a struggle. Ich bin nicht gesund. Ja. Aber ja, so leidfrei wie möglich hoffentlich wenigstens. Ne? Das ist auch schon nicht schlecht. Ich bin schon überreif. Wenn man danach geht, ich fühle mich wie 80. Na gut. Morgen habe ich einen Augenarzttermin. Mal sehen, was dabei rauskommt. Ich vermute mal, es wird nur schlechter. Aber das ist ja auch, ne, der Lauf der Dinge, befürchte ich. Tja, so ist das. Okay. Ich fühle mich ehrlich gesagt nicht wie fast 40. Muss ich euch ganz ehrlich sagen. Natürlich merke ich so ein bisschen so die ersten Wehwehchen. Aber ne, wenn ich jetzt hier das Haus renoviere den ganzen Tag, dann habe ich am nächsten Tag ordentlich Rückenschmerzen, das merke ich schon. Oder die Schulter hat mir jetzt mal irgendwie tagelang wehgetan, weil ich zu viel über Kopf Tapete von der Decke gekratzt habe. Das gab es halt früher nicht. Mit 20 konnte ich meinen Körper halt so richtig kaputt machen und ich hatte nichts, überhaupt nichts. Das ist natürlich ein Unterschied. Aber trotzdem fühle ich mich jung und agil und fit und wunderschön. 41 ist kein Alter, nee, eben, sehe ich auch so. Bei mir schwankt es, manchmal fühle ich mich wie 16, manchmal wie 80. Ja, ich glaube, das ist aber auch ein gesundes Mittelmaß so.
Ja, ich meine, ist eh ganz klar, ne? Ich rede mich leicht, das stimmt schon. Wenn man wirklich chronische Krankheiten hat, wenn man wirklich was hat, dann da kann ich mich natürlich auch schwer nur mitreden und so. Das will ich auch gar nicht runterspielen. Bei Renovierungsarbeiten tat mir auch mal alles weh. Und das schon, als ich noch nicht volljährig war. Ja, gut, Muskelkater, ne, das schon. Aber so Gelenkschmerzen kannte ich früher tatsächlich nicht. So, Dino Crisis. Los geht's. Ich nehme noch mal einen ordentlichen Schluck, weil ich vergesse es während des Spielens wieder zu trinken. Prost, und dann starten wir mal. Ich habe jetzt echt Bock drauf. Ich freue mich echt drauf jetzt. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe irgendwas vergessen. Aber ich glaube, ich habe nichts vergessen. Ausnahmsweise habe ich mal, glaube ich, nichts vergessen. Und ich glaube, mein Hirn kommt damit nicht klar, dass ich an alles gedacht habe und denkt sich, irgendwas muss fehlen. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein, dass alles passt. Wir müssen doch irgendeinen Fehler haben. Irgendwas muss ich doch wieder rumdoktern. Das gibt's doch gar nicht. Ah ja, Katka, übrigens, du warst ja gestern nicht hier, glaube ich, ne? Wir haben jetzt Commands. Wir haben jetzt Commands im Chat. Es sind noch nicht viele. Wir haben jetzt Ausrufezeichen LSBR und Ausrufezeichen Holy und ein paar andere. Ich muss da mal eine Liste zusammenstellen mit den Sachen, die wir haben, weil Mods können auch Commands erstellen oder verändern. Aber wie genau das alles geht, kann ich dir auch nicht sagen. Und was auch eine ziemlich witzige Funktion ist, aber wie geht das jetzt gleich nochmal? Warte mal. Wie schreibt man denn Quote? Kann man das wieder sagen? Ausrufezeichen Quote? Quote? Nee, anscheinend schreibt man es anders. Ich glaube, ich habe ein U vergessen, oder? Quote. Moment, das muss ich noch schnell. Ah, doch, warte, es hat funktioniert. Ah, ja, hier, genau. Ich und Mods, also auch du, Katka, können jetzt mit Ausrufezeichen Quote und dann irgendwas dahinter schreiben. Oder Safe Quote, glaube ich. Ich muss mal noch mal gucken. Kann man jetzt meine schönsten Zitate festhalten, und wenn dann irgendjemand Ausrufezeichen Quote in den Chat schreibt, wird das angezeigt. Und aus dem Kontext gerissen weiß ich ja, dass immer sehr schöne Zitate entstehen während meinen Streams und so. Kann man jetzt alles dokumentieren und dann zufällig auslösen. Lass uns mal im Discord vom Voice zusammen. Dann kann Tammy für die Mods mit ein paar Commands einen Channel machen und du gegebenenfalls noch nachtragen. Ja, zum Beispiel. Das wäre eine gute Idee. Das ist cool. Du hast einen Chatraum, der aufpasst, dass Trinken nicht vergessen wird. Das ist sehr gut. Vergiss nicht diese drei Zombies an der Treppe. Ja. Wie wird man Mod? Das ist eine gute Frage. Jetzt pass auf. Am besten natürlich öfter dabei sein, öfter im Chat aktiv sein, damit ich euch auch ein bisschen kenne, damit ich mit den Namen was anfangen kann. Das ist schon mal sehr gut. Und dann kommt am besten auf den Discord, auf den Landsquid Birdrider Discord. Da haben wir noch ein Bewerbungssystem. Da könnt ihr ein Ticket erstellen und könnt einfach mal reinschreiben: Hey, ich hätte Interesse dran, dass ich bin sowieso immer dabei, ne? Ich hätte Interesse, Mod zu werden. Und dann wirst du von mir und Tammy und vielleicht anderen Mods ordentlich in die Mangel genommen mit harten Fragen. Und dann gucken wir, ob du cool bist und ob du ins Team passt. Und dann spricht da nichts dagegen. Hast du einen Link oder ist das im YouTube-Account? Das ist auf YouTube im Grunde unter jedem Video. Ich habe jetzt gerade tatsächlich keinen Einladungslink, aber Discord ist auf YouTube überall verlinkt. Wir kennen uns nun, glaube ich, auch schon 3 Jahre. Ist es nicht sogar schon länger, Katka? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber ich habe das Gefühl, du und Cluedo und Zakorak und so wart schon immer dabei irgendwie. Okay, jetzt aber. Jetzt aber Dino Crisis Zeit. Okay, ich hoffe, es funktioniert jetzt alles. Controller ist in Standby-Modus gegangen. Ich hoffe, das geht trotzdem. Ja, wirklich, mach das gerne. Also, ich fände es super cool sogar. Ah, Mist. Das Problem kenne ich schon. Ich muss die Emulation nochmal neu starten. Der Controller muss an sein, ne, bevor ich das Spiel starte.
weil sonst erkennt er das nicht mehr. Kleinen Moment, Gott sei Dank, hatten wir jetzt doch noch ein kleines, zumindest technisches Problem, weil sonst, ich wäre nicht drauf klargekommen, dass alles funktioniert. Das war mir zu unheimlich. Guck, jetzt kann ich nicht mal das Spiel beenden. Jetzt hängt sich alles auf. Sehr gut. So muss das sein. Okay. Fühle ich mich gleich wohler. Okay, jetzt versuchen wir es nochmal. Ich bin gespannt, ob jetzt auch das Bild da sich nochmal verändert. Hat sich das aufgehangen? Muss ich da nochmal was machen? Bild, komm schon. Mach was. Veränder dich. Werde live. Oh, Katka, danke schön für den Discord-Link. Für so Links posten hast du uns Mods, ja. Ja, und Commands kann man da natürlich auch machen, ne? Macht natürlich auch Sinn. Ah, es geht tatsächlich nicht. Moment. Damn it. Okay, das ist besser. Jetzt muss er nur noch das Spiel bitte erkennen. Aha, da sind wir. Yes. Okay, los geht's. Dino Crisis. Neues Spiel. Normal und leicht. Normal und leicht. Resident Evil 3. Mach dir vielleicht Notizen. Normal und leicht. Das sind normale Schwierigkeitsgrade. Da kann sich jeder was drunter vorstellen. Nicht schwer und leicht. Das stimmt was nicht. Okay. Wir hatten gestern auch massiv Probleme mit OBS. Okay. Ah, das letzte Update habe ich tatsächlich, glaube ich, noch nicht installiert. Da hatte ich vielleicht noch Glück. Ich dachte, das war's schon. Ich dachte, das wäre ein kurzer Stream für den Moment. The man is Dr. Kirk, the leading authority of our nation's energy research. Dr. Kirk was alleged to have died in an accident during the course of an experiment 3 years ago. Reports were premature and it appears that he is currently working as the head of a non-weapon project at this facility. The experiment is in the late stages of development. Regarding the staged accidental death, it appears that this country is somehow involved. Recommending that necessary actions be taken immediately. Refer to the data on Dr. Kirk. Dr. Kirk stellte die ultimative Quelle sauberer Energie vor. Regierung streicht die Finanzierung, Labor schließt. Hallo? Ja, nehme ich die Radiostimme. Tragischer Unfall. Dr. Kirk stirbt nach Unfall während eines Experiments. Eilmeldung. Extrablatt. Operation Instructions. Sichern Sie die Klinik und holen Sie ihn zurück. Diese Nachricht wird sich nach dem Lesen selbst zerstören. Auf normal ist die Pistole nutzlos, du kannst Dinos quasi nicht töten. Du bist immer so pessimistisch, Vampire Girl, wir schaffen das schon. Der Game Sound kann so 5-10% lauter. Okay, warte, das kriege ich hin. So besser?
Ich hatte aber auch letzte Woche massiv Probleme mit dem Stream. Keine Ahnung, ob es mein Internet war, ne, oder Twitch, aber... Wobei, der YouTube-Stream lief nämlich sogar noch. Twitch ist abgestürzt, und zwar mehrfach dann. Okay, hab noch mal ein Stück lauter gemacht. Gucken wir mal, wie es dann im Spiel ist mit Schießsounds vor allem. Und Dino-Gebrüll. Ich glaub's dir eh, aber normal ist trotzdem, wenn ich habe halt immer das Gefühl, normal ist der Schwierigkeitsgrad, der intendiert war vom Entwicklungsteam, und deswegen nehme ich den dann gern. Easy steht für extrem anspruchsvoll. Ja, ich glaube. Es gibt wirklich irgendein Spiel. Was war denn das für ein Spiel? Das ist gar nicht so alt, wo aus Versehen irgendeine Einstellung beim leichtesten Schwierigkeitsgrad verrutscht ist. Und deswegen ist Very Easy unmöglich. Ach, was war denn das gleich nochmal? Fällt mir nicht mehr ein. Aber viel schwerer als Ultra Hard. Maybe this has been a wild night of partying for the guards. You know, a little song, a little dance. Genau, für die NPCs ist das dann very easy. Stay, Junior. Leave the guards to me. Hey, did you hear what he just called me? Forget about it. Just let Gail handle this. Hi, das ist der Dragon übrigens. All right. It's clear. Wir haben ab und zu ein paar kleine Hänge, aber solange es weiter nichts ist, ist okay. Der Spielsound kann noch lauter, meine Güte. I'll infiltrate the facility and occupy the control room on the first floor. I should have access to all the security systems from there. I'll contact you as soon as I've cleared the room. Okay, let's go. Ich habe heute schon wieder ein bisschen Resident Evil 3 aufgenommen, und die Steuerung von Resident Evil 3 und Dino Crisis ist wieder mal sehr ähnlich, aber eben mit so ganz eigenen Tastenbelegungen und Quirks, wie dass man hier eine 180-Grad-Drehung mit der unteren Schultertaste macht, statt nach hinten und sprinten. Und das hat mich wieder komplett durcheinander gebracht, aber das kriegen wir schon hin. Ich muss mal ganz kurz nach... Die Animation finde ich einfach sehr lustig, wie sie auf dem einen Bein einfach stationär steht und das gar nicht bewegt und mit dem anderen so anschiebt. Finde ich lustig. Nee, ich habe noch kaum was gemacht an Commands, aber das können wir in den nächsten Tagen und Wochen gerne noch verfeinern. Let me guess. This is some of your handiwork, right? The brass is still warm. These guards were shooting at something very recently. So who were they fighting? This wasn't much of a fight. I don't think these guards hit anything before getting sliced and diced. Whatever they were shooting at came in through there, and ripped right through the steel fence. Well, the hole is nice and clean, but I still say you could have done this. Very funny. Still need to figure out what happened here. Continue to sweep the area. Okay. Kann ich dein Maschinengewehr haben? Das wäre vielleicht ganz cool. Nein! Ey, was?
das sieht von hier voll so aus, als wäre das vor dem Zaun, oder? Und dann geht man hin und flutsch, ist es unerreichbar. Mit dem B1-Hilfsgenerator-Raum Schlüssel verschlossen. Okay, das ist anscheinend ihre Superheldenkraft. Regina heißt sie, glaube ich, oder? Hat quasi die Superkraft. Warte mal, aufhören zu schieben. Ich kann nichts machen. Sie schiebt. Ah, sehr gut, danke. Danke, Regina. Das war gut. Betäubung aufgesammelt. Wir haben leider ein paar komische Bugs, die ich bei meinen Tests natürlich nicht hatte, aber was soll's. Verstärkt die Wirkung von betäubenden Gegenständen. Okay. Okay. Warum nicht? Immer her damit. Discord nervt mich. Mein Passwort stimmt angeblich nicht zur Mail. Ja, ich weiß auch nicht. Wahrscheinlich liegt es an mir, aber ich habe auch immer wieder Probleme mit Passwörtern, die angeblich nicht stimmen, obwohl ich sie gerade eben noch verändert habe und ich weiß genau, dass sie richtig sind. Ich mache mir manchmal Sorgen, dass alle meine Accounts gehackt sind, aber ich glaube nicht. Ansonsten wären die Leute, die das gehackt haben, sehr ineffizient, weil sie nichts damit machen mit meinen Daten. Nix. Naja. Ich finde es schön, wie die Items hier hervorgehoben sind. Das ist so gamey, ich mag das. Die Wörter Hilfsgeneratorbereich Erdgeschoss sind in ihn eingeritzt. Echt? Ich habe da nur eine 122 gesehen, aber okay. Komm wieder hoch oder muss ich da... Ah, gut. Wiederbeleben aufgesammelt. Gut. Kann ich mich wirklich wiederbeleben, wenn ich tot bin? Vermutlich nicht, oder? Das wäre irgendwie ein bisschen weird. Gibt es extra Leben in dem Spiel? Ich meine, es könnte sein. Moment mal, hat das gerade funktioniert? Ups, ich glaube, ich habe einen Screenshot gemacht. Ha, ich bin mir nicht sicher, ob Speichern funktioniert. Naja, werden wir rausfinden. Meine E-Mail-Accounts wurden schon ein paar Mal gehackt. Oh, aber E-Mail-Accounts sind gefährlich, ne? Das ist wirklich scheiße. Er sieht sich um. Gut. Okay, dann gehen wir nicht zu Rick anscheinend. Oh, meine Uhr blinkt. How's the progress going with that security system? I don't know what's been going on here, but it looks like all the power in this facility has been cut. I said prep. Same here. As long as that's the situation, there's not a lot I can do. Why don't you see if you can gain access to the backup generators on the ground level? I'm on it. What are you doing here? I caught the last part of your conversation. By the way, I found a key. Hand it over. Let's head outside. Hey, lass mir jetzt meinen Schlüssel. Was nimmt ihr mir meinen Schlüssel weg? Ich mag den nicht. Ich muss mal ganz kurz was testen, weil mir nicht angezeigt wird, dass ich quicksaven kann. Und da die Emulation gerade ein bisschen instabil läuft. Ah, funktioniert. Alles gut. Dann passt schon. Weiter geht's. Hi, Gabachilla. Geht's. Die Kamerafahrten sind schon, das ist halt der Vorteil, ne, wenn man sich dazu entscheidet, keine vorgerenderten Hintergründe zu nehmen. Es sieht nicht so gut aus wie Resident Evil, aber dafür kann es coole Kamerafahrten machen. That's disgusting. This guy's been eviscerated. That's disgusting. Look at those tooth marks.
It had to be some sort of animal. Okay, let's move on. Let's move on. Hat der da was für mich? Gegenstand, Medizin M. Na, die Medizin bringt ihm jetzt auch nichts mehr, ne? Hätte er mal lieber... Bringt dir volle Kraft zurück. Der Körper wurde offenbar von scharfen Klingen brutal zerfetzt. Der Zustand des Blutes weist darauf hin, dass das Opfer erst vor kurzem verstarb. Sie wurden sicher zum Transport von Gütern benutzt. Meinst du echt, die Kisten wurden zum Transport von Gütern benutzt? Womöglich würden sie zur Brennstofflagerung benutzt. Sie sind leer. Ich glaube, das sind rein dekorative Kisten. Ist meine Einschätzung. I paint die Hand. Oder zum. Vielleicht ist die Leiche aus der Kiste gefallen. Das kann sein, ja. Ein Batterieladegerät. Wenn ich die Batterie hier einsetze, kann ich sie laden. Aber ich schätze mal, ich habe keine Batterie, oder? Objekte. Munition, Heilung, Betäubung. Nee. Na gut. Dann setzen wir hier wohl keine Batterie ein. Rot, weiß, grün, blau. Drei Knöpfe. Welche Knöpfe drücken? Aha. Jetzt warte mal ganz kurz. Aha, guckt euch das an. Rot, blau, grün, weiß. Das kriegen wir doch hin. Rot, blau. Nee, warte mal, jetzt muss ich noch mal schnell nachschauen. Rot, blau, grün, weiß, genau. Also, rot. Ah, guck, perfekt. Blau. Grün, weiß. Okay. Was für ein unglaublich weirdes System die hier haben, oder? Aber gut. Und jetzt aktiviere ich die in der richtigen Reihenfolge noch. Ah, das macht sie automatisch. Okay, cool. Warum sollte man das anders anordnen können, ne? Wenn es nur das eine gibt. Aber gut. Ach, ich will immer sprinten und drücke den Inventarknopf. Ein Verteiler, der die verschiedenen Bereiche der Einrichtung mit Strom versorgt. Ich speichere mal kurz. Den Erfolg müssen wir speichern. Ich habe das noch als PC-Version rumliegen und fand das Game mega janky. Ich finde das Menü zumindest aktuell sehr unübersichtlich und ein bisschen weird. Da hat Resident Evil definitiv das elegantere Menü von den beiden Spielen, kann man schon sagen. Aber gucken wir mal. Wir haben Schüsse gehört. Und Schreie. Was da wohl los ist? Ich tippe immer noch auf Aliens. Ich glaube, es sind Außerirdische, die hier ihr Unwesen treiben. Stealth Aliens. Sie erinnert mich so ein bisschen an Joanna Dark von Perfect Dark. Wahrscheinlich denke ich deswegen an Aliens. Gale ist ein typischer Wesker oder Nikolai. Ich mag Gale nicht. Nein, ich habe mich verdrückt, um Gottes Willen. Aber der sieht voll gut aus, finde ich. Wow. Das ist ein... Also gerade für PlayStation 1 Verhältnisse finde ich ein wahnsinnig schönes Modell eines Dinosauriers. Weil er auch so groß ist, ne? Das ist natürlich schöner zu machen.
So schön plastisch. Ist er tot? Ich glaube schon. Aber wir haben auch ganz schön was abbekommen. Wow, wir ziehen sogar eine Blutspur nach. Das ist cool irgendwie. Okay. Dem haben wir es gezeigt. Blutstiller stoppt Blutungen, erhöht nicht die Energie. Oh. Oh, nein. Da gibt es anscheinend einen Unterschied. Wow. Da sollte ich vielleicht was dagegen tun. Aber sehe ich irgendwo meine Lebensenergie und meinen Zustand? Und kann die Musik mal aufhören? Das wäre auch gut. Dino Crisis 2, einfach nur Hammer. Ein Remake im Stil von Resident Evil wäre... Echt? Ich hab die nie gespielt, ne? Ich habe keine Ahnung. Ich habe nur gehört, dass der erste gut ist und ab dann ging es bergab. Keine Ahnung. Aber der Dino war jetzt schon cool. Aber ich verstehe nicht ganz, woher... Oder... Na, jetzt nehmen wir auf jeden Fall mal einen Blutstiller, weil wir bluten offensichtlich. Und jetzt nehmen wir mal... Wirkt nach Verlust eines Lebens. Tatsächlich, ich habe ein Extra-Leben. Und jetzt nehmen wir mal noch die Medizin. Immerhin hat der Dino uns ganz schön gebissen. Oh, warte mal. Was? Nein! Oh Gott! Okay, deswegen lief die Musik noch. Uiuiuiui. Aha, jetzt haben wir eine eindeutige Blutpfütze. Können wir den looten? Nee. Hat der nicht zufällig irgendwie ein bisschen Gold oder so dabei, was Dinosaurier halt so dabei haben? Okay. Ich fand die erste Begegnung schon mal cool. Und ich muss echt sagen, ohne Witz, ich finde das Modell dieses Dinosauriers für PlayStation 1 Verhältnisse sehr eindrucksvoll, sehr cool, sehr detailliert. Gefällt mir total gut. Finde ich echt cool. Aber hat mich auch ganz schön gebissen, der Dino. Dass es Bluten als eigenen Zustand gibt. Ach, guck mal, den Körper hat er hier gezogen. Gar nicht den anderen. Kann ich nicht mehr durchsuchen. Okay. Müssen wir eigentlich die Pistole irgendwie noch nachladen? Pistole. Nutzen. Munition nutzen. Oh, wir haben noch 3 Schuss. Cool. Cool. Vielleicht sollten wir nicht mehr gegen Dinosaurier kämpfen. DJ Eule ist am Start. Okay. Haben wir jetzt den Schlüssel wieder bekommen? Brauchen wir den überhaupt noch? Ich weiß es nicht. Oh, mein Handgelenk leuchtet. You're not gonna believe this. He was attacked by some kind of dinosaur. Now that's a good one. So, who was it? Ernie? This isn't a joke, you idiot. We were just attacked by a big ass lizard. For real? What's going on over there? All right, head over to the control room and we'll sort out this whole situation. Okay. Zielpunkt. Standort. Aha, immerhin. Gut. Ich habe schon bessere Karten gesehen, aber ich glaube, man kann mit der zumindest was anfangen, so ein bisschen. Der Hintergrund des Profilbilds. Im Inventar muss die Farbe hinter dem Charakter. Okay, alles klar. Gut. Da oben steht noch Werbung. Ja, genau. Das ist okay. Zurück ins Spiel. Erzeuge neuer Dinge durch Mischen. Das könnte fast so ein Satz von mir sein. Meine Videobeschreibungen lesen sich auch immer so. Erzeugen. Es ist sogar richtig. Ich habe es falsch gelesen. Mein Fehler. Ich dachte, da war ein Tippfehler. Ich habe Angst, dass ich was kaputt mache. Ich speichere mal kurz, bevor wir das testen.
dann werfe ich mal ein paar Sachen in den Mixer. Machen wir mal Medizin M mixen mit Betäubung. Ich weiß nicht, ob ich das will. Machen wir mal. Eine Medizin M Plus hergestellt. Ob das eine gute Idee war, aber jetzt lebe ich damit. Ist okay. Gehen wir rein. Aber was für Werbung? Was? Hier, Holy, die Holy-Werbung. Siehst du die Holy-Werbung nicht? Holy. Holy-Werbung. Oh, wenn jetzt noch ein Dino kommt, haben wir echt ein Problem. Dann müssen wir laufen. Aber so ist das halt. Büro, Haupteingang. Das klingt doch gut. Gehen wir ins Büro. Sie ist von der anderen Seite verschlossen. Hier hängt ein Zettel. 10 Uhr, Dr. Kirks Vorlesung. Die Zukunft des Stabilisators. Ach, haben wir deswegen ein Extra-Leben? Weil Dr. Kirk so ein genialer Unsterblichkeitsforscher ist? Oh, ich habe schlechte Erfahrungen mit Laserfallen gemacht. In den Schacht klettern. Ja, das klingt doch gut. Das machen wir. Ich finde die Türsequenzen in dem Spiel auch ganz cool, ne? Dass man sie auch sieht, wie sie durchgeht und so weiter. Warum nicht? Dieses Gerät scheint die Stromversorgung der Einrichtung zu steuern. Okay. Okay, cool. Okay, gehen wir erstmal da runter. Abseilen? Okay. Die Pistole ist extrem schwach in dem Spiel. Spielzeugpistole vom Schaden her. Ja, habe ich schon gemerkt beim ersten Dino-Kampf, dass das jetzt nicht die mächtigste Waffe ist. Aber werden wir schon hinkriegen. Genau die Stelle erinnert mich an Metal Gear Solid 1. Ja, ja, verstehe ich voll. Oh, guck mal. Der große Lootraum. Ha! Schau, schon haben wir eine Schrotflinte. Das ist doch schon mal gut. Nutzen! Schrotgewehr, prüfen wir das mal. Was passiert denn, wenn ich es prüfe? Oh, ein Pump-Action-Schrotgewehr von L. Franchi. Der L. Franchi. Das ist schon so einer. Okay, Schrotflinte ist wahrscheinlich schon mal ein bisschen besser, ne? Und hier haben wir eine Eingabedisk H. Besorge die Code-Disks mit denselben Zeichen und setze beide in die Tür. In welche Tür? Aber okay, gut. Werden wir schon finden. Ah, und? Stecker. Es kann nötig sein, mehrere Stecker zu haben. Den habe ich jetzt aber rein zufällig aufgehoben. Keine Ahnung. Naja. Blatt. I hope it's not Chris's blood. What is it? Leo. Leo oder 730 oder 037. Wer weiß. Scheint eine Steuerung zu sein, die ein elektronisches Schloss öffnen kann. Bedienungsfeldschlüssel Nummer 2. Gott, ich komme jetzt schon nicht mehr mit den ganzen Schlüsseln mit. Meine Güte. Verschlossen. An der Tür ist ein Feld, mit dem sie geöffnet wird. Doch es funktioniert nicht. Die Dinos, weißt du, die wären nur halb so hungrig, wenn die mal ein bisschen ordentlicher aufessen würden. Die sind super aggro und jagen alles und guck, von dem haben sie einmal abgebissen. Er hat ein Loch im Torso und dann haben sie ihn einfach liegen lassen. Und das ist das Problem. Die sind einfach zu verschwenderisch. Und dann muss ich auch ganz klar sagen, nein, Dinos, so geht das nicht. So geht, ihr müsst aufessen erstmal, bevor es Nachtisch gibt. Also wirklich. Es wäre genug für alle da, weißt du? Aber naja. Schlimm, schlimm. Drücken wir mal den unauffällig leuchtenden Knopf hier. Bin da, wer noch? Ja, genau. Hallo, Pollux.
Wie geht's? Wir haben meinen Computer aktiviert. Im Bild ist eine E-Mail, Titel Mitarbeiterfortbildung. Willst du sie lesen? Das klingt wichtig, das sollten wir lesen. Moment mal, wir sind ja gar keine Mitarbeiter, ne? Aber gut. Bitte informieren Sie den neuen Mitarbeiter der Abteilung über das DDK-System. Der digitale Disk-Key sichert unsere wichtigsten Bereiche mit einem modernen Schließmechanismus. Um diese Schlösser zu öffnen, platzieren und nutzen Sie die folgenden zwei Geräte beim Schloss nahe der Tür. DDK Code Disk X und DDK Eingabedisk X. Der DDK-Typ, den Sie brauchen, ist auf der Tür vermerkt. A, B etc. Wenn Sie nicht den richtigen DDK-Typ haben, geht die Tür nicht auf. Bevor Sie anfangen, stellen Sie sicher, dass Ihr DDK-Typ der richtige für eine Tür ist. Okay. Ah, und jetzt geht das hier auch. Hier ist ein Tastenfeld zur Eingabe einer Tastenkombination. Oh Gott. Wir haben noch keinen Code gefunden. Glaube ich. Ah, außer Leo 037. Hm. 7. Naja, okay. Hätte ja sein können. Schade. Nichts. Okay, I'll be back. Zahlenkombinationsschloss. I'll be back. Ich glaube, ich speichere mal schnell. Blip. Ja, auf der komischen Disk, die ich da, auf der komischen Medaille, die ich da aufgehoben habe, da stand irgendwie Leo drauf. Aber in so komischen, kantigen Buchstaben, wenn man es umdreht, könnte man auch 037 draus machen. Das war meine Idee. Ach, speichern wir. Genau. Speichern abgeschlossen. Moment mal, was stand da gerade? Continues 5 übrig. Das bedeutet, habe ich Continues? Warum habe ich Continues? Nee, ich spiele nicht auf Duckstation, sondern auf PSX oder so ähnlich heißt das, glaube ich. Nichts. Ich höre irgendwie... Oh! Ich drücke immer die falsche Taste und das ist nicht sehr gut. Okay. Ah, ich bin so dumm, Leute. Ich lade nochmal schnell neu. Wir haben nämlich, habe ich gerade festgestellt, durch meine intensive Investigationsskills, ein Schrotgewehr. Aber keine Munition für ein Schrotgewehr. Das ist der Haken an der Sache, an den ich nicht gedacht habe. Ist hier zufällig irgendwo Schrotflintenmunition? Das wäre gut. Ansonsten müssen wir mal gucken, wie gut die Dinosaurier im Verfolgen sind. Und wir laufen einfach mal an denen vorbei. Aber warte mal, lass uns mal auf die Karte gucken, ob wir überhaupt an dem vorbei müssen. Wir sind hier. Nein, guck, dann gehen wir da jetzt erstmal gar nicht unbedingt hin. Lassen wir den Dino erstmal Dino sein. Ich bin hier komplett optional reingegangen und wir gehen stattdessen jetzt mal in die andere Richtung. Schrobmuni wird einfach überall verlangt. Ja, ist auch. Schrobmunition ist schon gut. Hier höre ich keine Monstergeräusche zumindest. Aha, und hier finden wir köstliche Parabellum. Und hier haben wir außerdem noch eine Notfallbox, kann Medizin gelagert werden. Zum Öffnen der Notfallbox wird ein Stecker benötigt. Willst du den Stecker benutzen? Okay. Oh! Oh, das ist aber viel. Kann ich das alles nehmen? Habe ich ein begrenztes Inventar? Ich befürchte schon, ne? Warte mal. Nee, okay. Schade. Ah doch, warte. Oh, meine Güte. Na, dann pack ein. Yes. Guckt euch das an. Checkpoint. Cool. Leute, ganz. Ich speichere kurz, kurze Pinkelpause. Ich bin sofort wieder da.
What? Also optimal war das definitiv nicht. Meine Begegnung mit dem Dinosaurier, das war genauso geplant. Ich bin sofort wieder da, bis gleich. Wo? Hier, das ist die richtige, oder? Ja, da sind wir. Hallöchen. Okay. Puh. Ich schreibe optional und er liest draus optimal. Ja, das ist so. Man muss davon ausgehen, dass ich immer ungefähr 50% des Inhalts aufnehme. Nichts. Okay. Dann können wir aktuell ihn nur in... Doch, dass ich in den Raum gehe, meinst du? Ach so, doch, das war optional. Da hätte ich jetzt noch nicht reingehen müssen mit der Schubflinte. Hier hätte ich rein müssen. Und hier haben wir eine Cutscene. Geil. What's our status? This security system is a snap for me. Real amateur stuff. Ja, es war schon ein bisschen Spoiler, Sascha. Aber ich verzeih dir. Yeah, I couldn't believe it. I just hope he's still alive. Anyway, our first priority is to complete the mission. What we ought to do is just call in the chopper and get off this death trap. That's a great idea, but Cooper has the radio, and he's missing. Die Soundfiles haben weirde kleine Hänger, ne? That's the security monitor for the underground area. The camera's offline. So I take it that means power still hasn't been restored to the area. Exactly. They must have that area wired to a different power system than the ground level. We can investigate that area after we Hi, Alexandra. Of the ground level. Okay, then I'll take care of the shutters that are blocking the way. You work your way in, grab the dock, and then rendezvous back here. Okay. Do everything, hat er quasi zu mir gesagt. Während ich hier sitze und nix mache, gehst du bitte raus, bringst dich in Lebensgefahr, tötest 1000 Dinos und machst absolut alles. Ich finde das eine gute Arbeitsteilung. Warte mal, welche Taste öffnet denn hier bitte nicht das Inventar, um Himmels Willen? Gut, dass wir hier waren. Das hat uns... nix gebracht. Weißt du, wie lange Holy zum Liefern braucht? Heute habe ich keine Versandbestätigung erhalten. Oh, na wunderbar. Wann hast du denn bestellt? Es dauert eigentlich nicht so lange. Ich müsste ehrlich gesagt lügen. Ich kann es dir nicht genau sagen. Aber ich schätze, innerhalb von einer Woche solltest du definitiv alles haben. Würde ich jetzt mal sagen, so erfahrungsgemäß. Okay, dann müssen wir jetzt leider doch da rein, wo der andere Dino ist. Wünscht mir Glück. Oh, mein Handgelenk leuchtet. Okay. Already? That was quick. Thanks. Irgendwie will der immer die Soundfiles zu früh abspielen, ne? Das ist ganz komisch. Okay, Regina, laufen wir. Ich muss immer in meiner alten Heimatstadt Passau, ne? Das war ja so Touristenattraktion und Donau und so weiter. Und da war immer ein Schiff, das hieß Regina Danubia. Und an das Schiff muss ich immer denken, wenn es um Regina hier geht, um Dino Crisis. Wisst ihr, was mich der Raum gerade voll erinnert? An die Halle von der Fabrik aus Resident Evil 1.5. Betäubungsmittel. Haben wir ein begrenztes Inventar oder vielleicht sind es die beiden Seiten und dann ist Schluss? Ich bin mir nicht sicher. Ist da was oder ist das nur ein weirder, ist nur eine weirder Textur? Okay. Oh, ich wollte da gar nicht reingehen. Ich wollte nur mal am Schild lesen, Mensch. Ah.
Medizin M. Wir kriegen zumindest viel Medizin. Ist schon mal gut. Ich dachte, der hat die Steuerpanels, die Laserpanels gehackt. Anscheinend nicht gut genug und nicht alle. Naja, okay. Sascha, hey, vielen, vielen Dank für den Superchat. Dankeschön. Eingangsschlüssel wird benötigt. Also wenn, guckt euch mal das Symbol an, wenn das mal nicht hier das Zeichen von der ultimativen bösen das sieht einfach aus wie das Symbol einer Comic-Bösewicht-Fraktion. Wenn ihr mal für eine Firma arbeitet und die hat so ein Symbol wie das hier, dann solltet ihr echt mal hinterfragen, auf welcher Seite ihr steht. Oder euer Arbeitgeber. Wir haben kein Ziel. Dammit, wir haben kein Ziel. Wir sind ziellos. Ich gehe mal die Treppe hoch. Die endlose Treppe ins Nichts, die Regina hier hochgeht. Die Hänger sind ein bisschen nervig, ne? Keine Ahnung. Ich habe aber übrigens jetzt die anderen Hänger, die wir bei den GameCube-Spielen hatten, die habe ich jetzt gefixt. Lieber später als nie. Resident Evil 3 können wir jetzt wahrscheinlich ziemlich hängerfrei durchspielen. Mein Inventar ist voll. Jetzt, das habe ich mir gedacht. Betäubung. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was diese Betäubung soll. Wen betäube ich denn damit? Betäube ich mich damit? Kann ich mich damit betäuben? Mittel zum Mischen. Wähle das Misch-Icon im Untermenü, um es zu benutzen. Aha, okay. Mittel zum Mischen. Aha, die soll ich zum Mischen benutzen. Ja, das können wir machen, das ist gut. Weil dann nehme ich jetzt mal zum Beispiel einen Blutstiller und mische den mal mit einem Heilmittel. Und wir kriegen 3 Medizin L++. Wow, kann ich die überhaupt alle nehmen? Ich wollte mein Inventar ein bisschen leer kriegen und nicht noch voller machen, verdammt. Was passiert denn, wenn ich jetzt ein Heilmittel... Na, es geht gar nicht. Okay, dann mixe ich mal das Heilmittel mit einem... mit einer Medizin M. Oh, wow, irgendwas super Starkes kriege ich da. 2 Medizin S++ hergestellt. Okay, cool. Dann machen wir jetzt nochmal die Betäubung und die mixe ich jetzt nochmal mit Medizin M. 2 Medizin M plus hergestellt. Okay, wir haben jetzt sehr viel verschiedene Medizin plus und alles, das ist gut. Ist das normal, dass wenn du im Inventar bist, dass das Bild so gequetscht wird? Also bei mir sieht es normal aus. Keine Ahnung. Also die Ränder sind schon ein bisschen sehr schwarz, ja, das schon. Okay, Betäubung aufnehmen. Und jetzt mixen wir das Zeug nochmal. Achtung, Betäubung plus, machen wir ruhig mal M plus. M plus plus. Gut. Okay, Heilung haben wir jetzt erstmal. Munition haben wir dafür nicht. Also wir sehen schon, wir müssen ein bisschen defensiv spielen. Ich speichere mal. Hallo Dreadlegs und Steven. Wir spielen Dino Crisis. Wir sehen, es sind 16:9. Ausgelegt ist es für 3:4. Daran wird es liegen. Ah, okay. Das war mir gar nicht bewusst. Mhm. Vielleicht sieht es deswegen weird aus, ein bisschen im Menü dann. Kann schon sein. Oh oh, da schläft jemand. Oh, niedlich. Wollen wir den möglichst nicht stören, ne? Oh oh, er hat einen sehr leichten Schlaf. Nein! Hui, 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 hui. Okay.
Wir brauchen echt mal Munition für irgendwas. Ich finde hier Heilung ohne Ende und kein einziger Schuss Munition. Was ist das? So, wir sind jetzt hier. Unten ist abgeschlossen. Das heißt, wir gehen einfach hier durch die Tür, denke ich. Ich schau mal kurz. Sind wir jetzt auf dem Dach irgendwo wahrscheinlich, oder? Es hört sich so an zumindest. Okay. Regina Danubia. Die Tür ist abgeschlossen, sagt die Karte von der anderen Seite. Das ist gut. Dann können wir uns auf die Map wahrscheinlich verlassen. Müssen wir die Tür nicht alle wirklich einzeln kontrollieren. Wobei es könnte sein, dass die auch als abgeschlossen markiert werden, wenn wir einen Schlüssel im Inventar haben, ne? Weiß ich nicht. Müssen wir mal investigieren. Ich meine explizit das Inventar. Hallo? Irgendwelche schlafenden Dinos hier? Nein, dann ist gut. Dort ist ein Schloss auf dem Antennenschlüssel. Ich muss auch sagen, ich mag's. Ich wäre gern ein bisschen wehrhafter aktuell, muss ich sagen. Aber so wie ich Survival-Horror-Spiele kenne, kommt das. Ne? Wahrscheinlich geht das so ein bisschen mit, oh Gott, die Dinosaurier sind so gefährlich los. Und am Ende laufen wir mit Raketenwerfern und Gatlings und Max-Suits und riesigen Reitbahnen, T-Rex-Monstern durch die Gegend und alles explodiert um uns rum. Das hoffe ich zumindest. Eine Memo von einem der Funker. Willst du sie lesen? Okay. Als Ergebnis eines heutigen Experiments kann es einen starken Magnetensturm geben. Daher schließen wir heute um 18 Uhr. Die Antenne wird vorübergehend gesichert. Als Vorbereitung muss der Waffenschrank in der Bar überprüft werden. Der Waffenschrank? Warum denn das? Er kann mit der Kombination 8159. 81. Ich muss mir das irgendwo aufschreiben. Warte mal. 8159. So. Er kann mit der Kombination 8159 geöffnet werden. Kürzlich wurden hier unerfahrene Wachen positioniert. Es ist oft so, dass sie nicht wissen, wie die DDK-Anlage richtig bedient wird. Claire Jill Redfield ist jetzt ein Bird Rider. Yay! Vielen, vielen Dank, Claire Jill Redfield, für das zweite Monat. Dankeschön. Das ist sehr nett von dir. Ups, ich box down gegen das Mikrofon, sorry. Ich kann mich an ein Michael Bay-Ende nicht erinnern. Wäre aber möglich. Ja, ich bin gespannt. Hier ein paar Punkte, die im Handbuch womöglich nicht klar genug vermerkt sind. Stellen Sie sicher, dass Ihre Leute es sich das aneignen. Nachdem Sie den DDK benutzt haben, ist der Code fällig. Der muss nach der grundlegenden... Hey, das klingt echt. Jetzt lesen wir schon die zweite Notiz darüber, wie wir Schlüssel in dem Spiel benutzen. Kann das vielleicht einfach irgendwie... Kann ich die nicht einfach... Was ist denn los? Hallo, Rugged Kid, Rage Kid. Naja, okay. Entfernen Sie jeden zweiten Buchstaben, um den Code zu ermitteln. Probieren Sie das am besten an einer Tür aus. Ein Beispiel... Code Oxfüetzen, ist das der Nachfolger von Code Veronica, und Schlüssel Xütz. Im obigen Beispiel lautet der richtige Code Open. Na, weißt du, dann könnt ihr es auch einfach lassen, wenn das euer Sicherheitssystem ist. Was ist denn da los? Aber okay, von mir aus. Und dafür lese ich jetzt ungefähr 15 Anleitungen. Wisst ihr, dafür lese ich jetzt 50 Anleitungen. Aber jetzt warte mal kurz. Wir haben ja schon einen so einen Schlüssel. Aber da, mit dem allein kann ich jetzt noch nichts machen, oder? Eine Medaille. Genau, das Medium der Eingabe der DDK-Daten zum Öffnen des passenden DDK-Schlosses. Kann hier nicht benutzt werden. Okay, keine Ahnung, aber irgendein Schlosshaar können wir wahrscheinlich damit schon öffnen. Und das war das andere, wo ich eben die 037 her hatte. Aber das ist anscheinend auch nochmal was anderes, na gut. Hi, Captain Smoker. Ich habe auch noch mein gutes altes Notizbuch. Ja, braucht man für ältere Spiele wirklich, ne? Braucht man wirklich. Jedes Mal vergesse ich es und ärgere mich. Ich schreibe das immer in den Chat. Ich habe jetzt quasi im Twitch-Chat habe ich die Nummern eingeschrieben und sende sie einfach nicht ab. Das ist mein System aktuell. Naja.
Gut, wir haben jetzt den Safe, die Safe-Kombination, oder? Also ich weiß jetzt nicht, ob das für den richtigen Raum war. Ich hoffe es. Jetzt müssen wir mal wieder ganz schnell irgendwie an schlafenden Dinos vorbeilaufen, befürchte ich. Weil wir noch ungefähr 3 Schuss haben, wenn mich nicht alles täuscht. Wobei, ich habe ein bisschen Munition gefunden. Aber bis jetzt funktioniert das Vorbeilaufen ganz gut. Oh, wartet mal ganz kurz. Nee, Quatsch. Nee, ist abgeschlossen. Ah, warte mal, da ist eine Tür, in die könnten wir tatsächlich rein. Mist, okay. Komm, das hört sich so an, als würde er irgendwas essen. Ist gut, soll er machen. Eieieiei. Lauf. Okay, ich... Was ist passiert? Was ist da gerade passiert? Warum hat sich die Musik so stark verändert? Können die Türen öffnen? Sag mir nicht, dass die Türen öffnen können. Um Gottes Willen. Für Dino Crisis war ich damals noch zu jung. Das kann ich mir vorstellen. Durfte es nur heimlich, ja, bei meinem Bruder anschauen. Sowas Ähnliches kennen wir alle. Bist du auch auf der Feier am 15.12. von Bethesda? Nee. Aber denk daran, die Betäubung kannst du auch verwenden für die Dinos, wenn du mehrere Betäubungen mischst. Ah, okay, das ist ein guter Tipp. Gut, dass es keine Laserraptoren sind, ja. Okay, ich gebe jetzt die 9 ein. Dann finden wir... Okay, cool. Wir können damit unsere Pistole umbauen. Das ist alles schön und gut, aber ich habe gerade ein bisschen Angst, dass wir sterben. Pistolenumbau. Okay. Mist. Steh auf! Ich hab's befürchtet. Die können Türen aufmachen. Oh Gott, und da liegt noch ein Dokument auf dem blöden Tisch. Da liegt ein Dokument auf den Tresen. Wir müssen noch mal rein. Ich speichere schnell. Und dann laufen wir rein, nehmen das Dokument, lesen es ganz, ganz schnell und laufen wieder weg, bevor uns der Dinosaurier beißt. Oh Gott. Hallo. Ich will nur ganz kurz den gelben Zettel hier haben. Chemiehandbuch. Die Broschüre eines Pharmakonzerns. Willst du sie lesen? Umbrella. Neues Produkt. Beschreibung. Heilmittel. Betäubungsmittel. Wirkungsverstärker. Vervielfältigungsmittel. Die 4 oben aufgeführten Mittel sind die neuesten Entwicklungen unserer Firma. Sie sind äußerst verlässlich und für den Kampfeinsatz geeignet, da ihre Anwendung kaum Ausrüstung erfordert. Besonderheiten: Durch die Mischung von Chemikalien können 2 Arten von Dingen erzeugt werden. Heilmittel sorgt für schnellen Heilerfolg. Betäubungsmittel kann auf eine Kugel oder Nadel aufgebracht werden, um ein Ziel einzuschläfern. Mittel, die durch Mischung erzeugt werden, können durch weiteres Mischen noch wirksamer gemacht werden. Gut, dass wir das gelesen haben. Und jetzt nichts wie raus hier. Ah, das ist ganz schlecht. Das sieht sehr ungesund aus. Das sieht... Warte, liegt da noch was? Nee. Okay. Ich befürchte, wir bluten schon wieder. Ach, guck mal, der zweite schläft da hinten. Ich glaube, der hat die Tür gar nicht aufgemacht. Ah, dauernd dieses Bluten, ey. Ich habe keinen Blutstiller. Oh oh, ich hoffe, Bluten ist nicht schlimm. Das will ich aber echt mal wissen. Doch, tatsächlich. Ich glaube, der ist tatsächlich durch den Raum durch. Ein DDK-Gerät. Aha, ja, wir haben H. Den benutzen wir. Um das Schloss zu öffnen, müssen die Code und Eingabe-DDK-Geräte eingestellt werden. Ja, und wie mache ich das jetzt? Nee, warte mal. Nein! Ah! Oh, ich habe irgendwas gemacht. Oh Gott, das wollte ich gar nicht. Ach so, doch.
Lass mich mal gucken. Jetzt passt auf. Hier haben wir den Eingabeschlüssel A. Ich möchte den nutzen. Du kannst das hier nicht benutzen. Ich möchte ihn prüfen. Brauche ich da noch was anderes anscheinend, oder? Ich glaube, durch Blutung verlierst du Energie. Ja, befürchte ich auch. Befürchte ich auch. Naja. Ja, ne, das ist nett, dass die mich wenigstens das Dokument lesen lassen. Das stimmt. Dich wundert es, dass du Türen öffnen kann. Hast du nicht die Dinosaurier-Doku von Steven Spielberg gesehen? Da hast du natürlich recht, das stimmt. Da hätte ich dran denken sollen. Die Doku, in der die hühnchengroßen Raptoren plötzlich irgendwie so groß wie Pferde sind. Gegenstand nehmen. SG-Patronen. Jetzt fühle ich mich wieder ein bisschen wehrhafter. Wir haben zwar nur 5 Schuss, aber ich hoffe, mit denen können wir ein bisschen was machen. Die Frage ist, hören wir von alleine auf zu bluten? Es sieht nämlich, wenn ich wirklich nach dem Hintergrund von unserer Regina gehe, sieht unsere Lebensenergie da oben eigentlich ganz gut aus. Die ist blau und so, ich schätze, das passt schon. Aber wir bluten, das ist, glaube ich, nicht so gut. Ich rüste jetzt trotzdem mal die Schrotflinte aus. Und hoffe, dass wir sie nicht benutzen müssen. Ja, aber jetzt weiß ich trotzdem ehrlich gesagt nicht, wo wir hin müssen. Ich muss noch mal kurz die Karte studieren. Wir waren jetzt hier. Die Treppe führt wohin? Kann man nicht sagen. Weiß niemand so genau. Okay, wir haben auf jeden Fall da oben noch 2 Türen, die wir uns anschauen könnten, durch die wir noch nicht gegangen sind. Ach so, warte mal, das ist die Treppe. Ich weiß, glaube ich, schon. Ja, okay, dann passt das schon. Dann weiß ich, wo wir hingehen könnten. Hey, Joker Andy, vielen, vielen Dank für deine Kanalmitgliedschaft auf YouTube. Das ist sehr nice von dir. Einige deiner gemischten Heilmittel stillen Blutungen. Ah ja, danke. Das muss ich mir nachher mal anschauen, was die genau machen. Sehr schön. Tja, okay, gucken wir mal, ob wir da Blutstiller dabei haben. Zur Stärkung des Körpers. Ah ja, bringt volle Stärke und stoppt Blutungen. Haben wir aber tatsächlich nur 2. Und ich würde sagen, solange wir jetzt nicht gerade sterben, lass ich's erstmal. Gucken wir mal. Aber ihr geht's auch, sie wirkt nicht so gesund, wenn sie Türen öffnet und so, ne? Ich glaube, ich speichere jetzt mal kurz. Vorsichtshalber, falls wir plötzlich tot umfallen, dann wissen wir es. Gut, dass die Musik so entspannt ist. Total, ne? Total. Nach dem, was ich gelesen habe, ich habe mich im Vorfeld informiert und so wie ich gelesen habe, ist Dino Crisis tatsächlich ungeschnitten in Deutschland erschienen, ja. Was ich schon auch erstaunlich finde. Aber es sind halt Dinosaurier, das darf man nicht vergessen. Es ist immer ein Unterschied oder früher zumindest ein großer Unterschied gewesen, ob man gegen menschliche oder menschenartige Gegner kämpft wie Zombies oder gegen irgendwas anderes. Die wirkt schon sehr halbtot, ne? Deswegen befürchte ich auch, dass das mit dem Hintergrundbild nicht ganz stimmt, ne? Oder zumindest, weiß ich nicht, vielleicht sieht man die Lebensenergie tatsächlich eher an der Körperhaltung von ihr. Und wenn ich danach gehe, geht es ihr nicht gut. Du kannst oben die Art Kiste schieben. Was? Genau, eben. Es sind keine Humanoiden, auf die man schießt. Das ist ein großer Unterschied. Wo bin ich jetzt hingegangen? Das war genau die falsche Richtung, in die wollte ich nicht gehen. Gut, aber gegenüber. Ich lasse es jetzt mal, weil ich es wissen will, ob wir einfach irgendwann tot umfallen. Bis jetzt habe ich eh noch keinen Fortschritt, ne? Und ich muss ja sowieso ein Heilmittel nehmen, damit wir sie heilen. Schauen wir mal. Erstmal weiter bluten, genau. Ach so, im oberen Stock meintest du, dass man vielleicht eine Kiste verschieben kann? Ich guck mal kurz hoch. Aber wehe, wenn nicht, ey. Wehe, wenn nicht.
Ein Cut gibt es zumindest. Ah, das, okay. Okay, ich war auf der Seite, wie heißt sie gleich nochmal? Die Seite, die eben Schnittbericht, glaube ich. Und die hatte keine Einträge bei Dino Crisis. Meinst du das da? Ah, du hast recht. Das kann man verschieben. Das hätte ich nicht gedacht. Das sieht aus wie eine Steinstatue oder sowas. Naja, und plötzlich erscheint etwas in der Existenz, nämlich Betäubung. Nehmen wir mal mit. Gut. Mich würde echt interessieren, ob die auch von allein wieder zu bluten aufhören kann oder ob Bluten im Grunde sowas wie vergiftet sein ist. Bluten und bluten lassen, genau. Ich höre schon wieder Dino-Geräusche. Hei, 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 hei. Okay. Ah, ich bin ihm genau reingelaufen. Genau das wollte ich nicht. Ah, er hat uns erwischt. Aber wir haben noch ein bisschen was eingesteckt. Oh oh, isst er uns jetzt? Aber wehe, du isst nicht auf. Nee, aber er macht noch einen heldenhaften Kampfschrei. Den hat er sich verdient. Gut gemacht, Dino. Gut gemacht. Glückwunsch auch. Ich tendiere dazu, den aber tatsächlich stehen zu lassen. Ich weiß nicht, vielleicht sollten wir die Pumpgun mal testen. Könnten wir auch machen. Bin unentschlossen. Nimm das. Betäubung. Was auch immer, warum auch immer. Moment mal, aber ich kann jetzt die Betäubung... Moment mal, kann ich die Betäubung jetzt auch mit Munition mixen? Nö, irgendwie nicht. Okay, dann weiß ich es auch nicht. Dann lass mich in Ruhe spielen mit deinen ganzen Tutorials, die alle keinen Sinn machen. Damals ging auf dem Schulhof ein Gerücht herum, dass ursprünglich für Code Veronica auf der Dreamcast Bilder von echten Leichen für die Zombies verwendet werden sollten. Leider ist das gar nicht so üblich in der Videospielentwicklung, dass da echt schlimme Bilder, also dass das Entwicklungsteam sich echt schlimme Vorlagen angucken muss, damit die ihre Inhalte erstellen, was oft auch psychisch nicht spurlos an denen vorbeigeht. Was ich für den absolut unnötigsten und bescheuertsten Scheiß halte überhaupt. Wer braucht echt aussehende Leichen für den Preis, ey. Come on, Leute, was ist denn los? Aber ja. Naja, ich speichere nochmal. Und dann, glaube ich, versuche ich nochmal durchzulaufen. Nee, ich will mich in Ruhe umschauen. Ich versuche die Schrotflinte. Schießen wir einfach mal mit der Schrotflinte ein paar Mal auf den Dino und gucken wir mal, ob er umfällt. Ah, und ich müsste die richtige Taste drücken, das wäre gut. Dino, kommst du? Ja, komm. Oh, nicht so schnell. Nein, was? Warum? Wartet mal. Weil ich die Munition ausrüsten muss. Okay, warte, jetzt liegt er am Boden. Jetzt rüsten wir ganz schnell die Pistole aus. Ach, und da kann sie die Munition automatisch. Ah, jetzt steht er wieder auf. Ich weiß nicht, ob die Schrotflinte stark genug ist. Ich hätte gehofft, ne, dass der jetzt hauptsächlich tot ist. Wir schießen jetzt noch ein bisschen nach und gut ist. Aber der hat uns schon wieder komplett getötet einfach. Ah, oh, die sind schon krass. Okay, okay, okay. Warte, ich lade noch mal kurz und dann gehe ich noch mal rein mit einer geladenen Schrotflinte. Das dürfte einiges ändern. Und dann schieße ich zweimal mit der Schrotflinte auf ihn. Und dann kommt aber die Pistole. Oh. Warum ist der gerade umgefallen?
Schnell, schnell, schnell Pistole equippen. Er ist nicht wirklich tot. Ach, jetzt aber, oder? Ja, gut. Okay, na guck, das hat funktioniert. Das lasse ich mir eingehen. Die Pistole so ein bisschen zum Abstauben ist gut. Aber gleichzeitig haben wir jetzt schon wieder zwei von unseren fünf wertvollen Schuss verschwendet. Also, huiuiui, das Spiel will echt, dass wir uns unsere Ressourcen einteilen, ey. Meine Güte. Puh. So, neuer Raum, neues Glück. Du findest später noch Pfeile, auf die kannst du... Oh, okay, Gift und so weiter. Okay, gut. Kann ich die auch hoffentlich wieder benutzen. Aha! Besorg die Eingabedisk mit demselben Zeichen. Jetzt haben wir... Ich verstehe. Jetzt haben wir alles, was wir brauchen, um die eine Tür zu öffnen. Oh, dass die echt Türen öffnen können, macht mich ein bisschen fertig. Das heißt, es gibt nicht einfach nur Räume, ne? Oh, Pfeile M. Ich habe noch nichts, mit denen ich die verschießen kann, aber ich würde die nicht ungerne hier liegen lassen. Deswegen werde ich jetzt mal die Betäubung mixen mit... Na, ich schätze mal Medizin M++ oder Medizin M++ mixen. Okay, cool. Wir haben immerhin einen Platz frei bekommen. Dass die meisten Dinos Federn hatten, ist schwer vorstellbar. Na, wir haben es halt einfach ganz anders gelernt, ne? Deswegen, hi Melissa. Ja. Das ist der erste Teil und ich spiele das emuliert, die Original-Playstation-Version. Okay. Nehmen wir die Pfeile M mit. Ich schätze mal, dass ich die nicht werfen kann, oder? Kann mit einem Treffer betäuben, doch der Effekt hält nicht lange an. Das ist grundsätzlich cool. Projektil für das Schrotgewehr. Okay, damit kann man arbeiten, würde ich sagen. Jetzt untersuche ich die Spins nochmal, weil ich habe schon mal was Unscheinbares auch gefunden. Ne? Die meisten Items leuchten ganz auffällig. Oh, Tagebuch von irgendwem. Ich habe es weggedrückt, ich weiß es nicht. Aber manche sind ein bisschen unscheinbarer. Und Regina blutet alles voll. Aber jetzt gerade momentan nicht. Aber auf normal respawnen die... Nein. Ah, wenn ich das früher gewusst hätte, hätten wir vielleicht doch auf leicht gestellt. Weil respawnende Gegner hasse ich wie die Pest. Die Dinos kann ich dem Schlangengott opfern. Okay. Der T-Rex soll ja auch mehr mit einem Huhn als mit einem Krokodil gemeinsam haben, etc. Ja, ich glaube, die Kiefer, die Mäuler und so, das ist natürlich schon relativ korrekt. Also, ne, jetzt mit Schnabel darf man sich das nicht vorstellen, aber ja. Vor dem Experiment heute werden sich der Chef und Dr. Kirk um 1 Uhr im Raum in der zweiten Etage treffen. Diejenigen, die Wache haben, sollten ein Auge auf den Bereich vor dem Raum des Chefs und dem Bereich dort herum haben. Denkt daran, euch Munition zu holen, bevor ihr eure Stellung einnimmt. Der Waffenschrank kann mit dem Code, mit dem Code 0426 geöffnet werden. Wir haben Informationen darüber erhalten, dass sich Spione eingeschlichen haben. Falls irgendetwas passieren sollte, müsst ihr womöglich in die Räume des Chefs und des Doktoren kommen, um ihre Sicherheit zu gewährleisten. Die Disk, auf der sich die Informationen befinden, die ihr dazu benötigt, liegt oben auf dem Schrank. Das wär's erstmal. Okay. Gut. Wieder ein neuer Code. Neuer Code, neue Lootbox quasi. Ich weiß nur nicht, ob ich jemals wieder in den Raum komme. Okay, hier war eine Laserschranke, durch die wir definitiv noch nicht durch können. Wir sind jetzt hier. Da ist ein Safe Room. Da ist ein Safe Room. Sehr gut. Dafür ist wahrscheinlich der Code, ne?
Lasst uns mal da reingehen. Versuchen wir den doch mal, ob der hier funktioniert. 0, 4, 2, 6. Tada! Wow! Ich dachte, das ist so ein kleiner Safe, wo ich das eingebe. Ich wusste nicht, dass das Teil von einem Riesenschrank ist. Das Wort Haupteingang ist eingeritzt. Gut, danke. Und? Inventar voll. Nicht genug Platz für Wiederbelebung. Wiederbelebung ist grundsätzlich schon was Schönes, ne? Aber ja, okay. Haben wir jetzt gerade halt wirklich nicht. Aber gut, ich speichere mal. Chicken Crisis. Habe einen Trailer gesehen auf YouTube, wo Fans jetzt das Resident Evil 1 Remake Unreal Engine 5 machen. Ja, ja, genau. Die Spinnen sehen auch nicht mehr eklig aus. Die könnte man auch in den Remakes reintun. Ja, das kenne ich schon, das fangemachte Resident Evil 1 Remake. Ich bin sehr gespannt, ob wir noch ein offizielles kriegen. Finde ich sehr, sehr cool. Okay, wir können jetzt die Tür öffnen, aber Leute, wo war denn jetzt gleich nochmal die andere Tür? Die Tür mit dem Haarschlüssel. Die Treppe hoch. Das ist die. Die Treppe hoch. Da müssen wir hin. Da würde ich jetzt gern hingehen als erstes. Okay. Let's go. Ja, speichern wir. Pfeil L und Wiederbelebung ist gleich Giftpfeile. Mhm. Gut. Weiter geht's. Nee, falsch. Da lang. Vorher, als ich mich in den Schacht hochgeseilt habe, ne, da wäre noch ein zweiter Ausgang gewesen irgendwie. Den weiß ich nicht. Komme ich nicht mehr hoch irgendwie. Keine Ahnung. Würde mich schon interessieren, wo der hingeführt hätte. Aber gut, jetzt schauen wir mal, dass wir mal unser erstes Donkey Kong Schloss öffnen. Wir haben so viel Donkey Kong Schloss Tutorials gelesen. Jetzt möchte ich auch mal ein Donkey Kong Schloss öffnen. Das Donkey Kong Schloss H. Nein! Okay, jetzt pass auf. So funktioniert das. Wir streichen die Buchstaben B, C, F, G, I und dann bleibt übrig Heakt, oder? Ich mach mal Buchstabe für Buchstabe. Also, H, check. B, C, fällt weg. E, check. F nicht. A, ja. G, nein. D, ja. I, nein. Head. 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 Klingt sinnvoll. Wow. Das Schloss ist ganz begeistert, dass es geknackt wurde. Dino, lass mich. Babam. Ist das etwa Dr. K. irgendwas? Sehr gute Spionin, sehr gut gespielt. Kirk, that fool. What's he plotting now? What are you talking about? Here. Take this. What's this for? I don't know. Told me extremely vital.
William Birkin. Ja, ich meine, es gab halt damals anscheinend einfach nur 5 verschiedene Frisuren für so Pixelfiguren, ne? Habe ich auch das Gefühl. Noch dazu sind das ja wirklich Capcom-Spiele alles. Gut möglich, dass sie da tatsächlich ein bisschen rumgetauscht haben. Scheint eine Steuerung zu sein, die ein elektronisches Schloss öffnet. Sol. Oder 705. Man weiß es nicht. Okay. Tschüss, toter Doktor. Kann ich dich noch looten, toter Doktor? Nee, toter Doktor hat nichts. Hier sind verschiedene Modelle ausgestellt. Es scheinen alles Modellwaffen zu sein. Schade. Echte wären jetzt gerade besser. Schrotpatronen. Immer her damit. 8. Aber wir können auch nur 10 gleichzeitig tragen. Eieiei, das Spiel ist gnadenlos. Hier ist eine Gedenkmedaille ausgestellt. Darunter befinden sich 2 Schlösser. Aha. Warte mal. Wahrscheinlich würde das Spiel die automatisch benutzen, oder? Aha! Ja, das weiß ich jetzt nicht, ob links oder rechts, aber ich benutze die jetzt einfach mal. Oh, ich dachte, ich krieg irgendwie jetzt den geheimen, unendlich Munitionsraketenwerfer. Es ist ein Feld, in das man einen Code eingeben kann. Willst du etwas eingeben? Oh shit, was habe ich gesagt? Was stand da drauf? Leo und Sol, oder? Ich glaube, es war Leo Sol. Also 7705. Ich versuche es einfach mal. 705037. Oh, ich bin so gut. Ich fühle mich so klug gerade, Leute. Ein L ist auf die Karte geritzt. Oh Gott, oh Gott. Schlüsselkarte 7 aufgenommen. Eine Karte für ein elektronisches Schloss. Ich hätte gehofft, wir kriegen jetzt irgendwas Cooles. Wie, also, Mann, ey. Hey, viel zu alt für. Hallo, willkommen. Schön, dass du da bist. Das ist zu viel für das Spiel. Eine riesige T-Rex-Handpuppe. Aber wirklich. Hey, du hast gerade einen ganzen Wissenschaftler gegessen. Muss das jetzt sein? Ich habe Angst. Soll ich hier speichern? Ich mach das jetzt. Ich speichere jetzt mal. Habe ich jetzt gespeichert? Ich hoffe es. Okay. Oh, jetzt sind wir tot. Nein, wir sind nicht tot. Ich will zu dem Schlüssel-T-Rex. Kannst du noch mal kurz... Ja. Er brüllt uns zurück an die Wand. Okay, jetzt bleibe ich hier. Oh! Dammit. So viel dazu. Hallo, der Lazarus. Ach, das Spiel hat sogar echt nette Autosave-Funktionen, merke ich gerade. Das ist ja cool. Ich drücke trotzdem mal auf F3. Dammit, ich bin ihm direkt ins Maul gelaufen, ne? Okay, Achtung, umdrehen, laufen! Nein! Oh, das ist ein bisschen gar nicht so leicht. Nochmal. Nein, 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 nein,
Nein, come on, das ist doch voll jetzt cheaten hier. Ah, was für ein Arsch. Die Mucke macht mich irre. Ach, dich habe ich ja auch ganz vergessen, ne? Hallo. Ich gehe mal ganz kurz da raus, damit wir mal kurz eine Minute durchschnaufen können. Hi, Fred. Eieieiei. Eieieiei. Was haben wir jetzt eigentlich aufgehoben? Lass uns mal schnell gucken. Wir haben den Eingangsschlüssel, den können wir auf jeden Fall noch benutzen. Die mysteriöse Schlüsselkarte L, keine Ahnung, wird sich ergeben. Und die Eingabedisk N. Okay, das ist schon mal gut. Du musst ihn, glaube ich, mit dem Gewehr abschießen. Von wegen, ich habe es munitionspräservierend geschafft. Oder so. Okay. Also ich muss wieder. Okay. Ich speichere noch mal kurz. Blub. Ich habe dem immer mit der Schrotflinte ins Maul geschossen, bis er abgehauen ist. Aber auf normal ist es wohl wirklich besser, einfach loszurennen. Ja, offensichtlich. Wir sind auch gut davon gekommen, ne? Wir bluten nicht mal komplett alles voll. Das ist ja schon ein ganz schöner Fortschritt. So, vorderer Eingang. Let's go. Außenbereiche. Dinosaurier und Außenbereiche ist eine gefährliche Kombination. Die könnten hier einfach komplett überall sein. Und zwar viele. Das ist ein großes Gebiet. Das Haupttor ist verschlossen. Da ist auf jeden Fall was. Munition oder irgendwas. Inventar ist voll, nicht genug Platz für Patronen. Ich habe viel zu viel Heilung. Dass wir nicht mal irgendwie die zwei Patronen mitnehmen können, ey, oder? Ist schon gemein. Naja, okay. Ja, lassen wir die mal kurz vorübergehend liegen, ist okay. Ah, die Donkey Kong Disc N. Dafür haben wir doch gerade beim T-Rex... Nee, wir haben beim T-Rex L. Okay, schade. Nee, warte mal, ich habe mich vertan. Die Personalwechselakte, willst du sie lesen? Personalwechsel der Forscher. Früher. Sektion. Spezialflugzeug-Experimentraum. Jetzt... Sektion 3, Energiephysik Laboratorium, Registriernummer 57036, Name Mark Doley. Hey, haben die Zeitreisen versehentlich gemacht und deswegen sind hier Dinosaurier? Ich kenne die Story ehrlich gesagt gar nicht. Abgeschlossen, auf dem Schild steht Heliport. Jetzt lass mich nochmal kurz ins Inventar gucken. Wir haben Eingabedisk N und Donkey Kong Code N. Ich weiß nur nicht, für welches Schloss das jetzt eigentlich ist. Spielst du auch die Remake? Ja klar, ich spiele alle Resident Evil Teile. Auch die Remakes, natürlich, ja. Genau, Zielpunkt. Müsste ein rot blinkendes... Wir haben nichts rot blinkendes. Wir haben auch keine Tür, die irgendwie rot blinkt. Schade. Ich habe leider keine Ahnung, wo wir jetzt hin müssen. War nur ein Vogel. Wir müssen wahrscheinlich jetzt einfach mal alle roten Türen auf der Karte abklappern und gucken. Irgendeine wird schon die richtige sein, die wir jetzt öffnen können. Gehen wir erstmal wieder zurück in den Hauptraum. Aber dass ich jetzt hier die Schrotflintenmunition nicht mitnehmen kann, das tut mir im Herzen weh. Moment mal, können wir hier nicht vorbei, weil hier ungefähr... In Kiesel, weil hier, was ist denn das? Guckt euch das mal an. Was ist denn das hier? Warum können wir da nicht vorbei? Ich meine, wirklich jetzt. Da liegen vier kleine Steinchen. Man muss keine super Geheimagentin sein, um da drüber gehen zu können. Ach so, warte mal, da ist eine Laterne umgefallen. Ich sehe es. Ja, dann nehme ich alles zurück. Das geht natürlich gar nicht. So.
Nein, ich glaube, die haben eine Art Zeitmaschine entwickelt. Ja, sag ich doch. Das ist doch meine Theorie. Ihre Kniescheiben sind kaputt. Ja, das ist wahrscheinlich wie so Resident Evil Zombies. Die können sich auch nicht ducken. Die können dann nur kotzen, wenn kleine Kinder an denen vorbeilaufen, wie wir gelernt haben im Original 2. Wir können tatsächlich mal hier eine verschlossene Tür noch testen. Ah, tatsächlich hat die hier so einen Code. Den habe ich gar nicht gesehen. Oh. Ich speichere mal kurz. Ich guck mal bald wieder Fallout von dir. Ja, mach das gerne. Okay, okay, okay. Ich glaube, wir gehen eventuell, weiß ich jetzt nicht, vielleicht sogar gleich automatisch zufällig richtig. Donkey Kong gerät ein End zu lesen. Der Donkey Kong Reader will's öffnen. Okay. Oh oh. Wir haben ein, was ist ein, verstehe ich jetzt nicht, aber ist okay. Wir haben ein N, wir haben ein E, sonst nix. In der zweiten Zeile haben wir ein W und ein C. Kein D, kein F, kein G, kein H. Wir haben ein, nee, haben wir auch nicht. Wir haben ein OM. Lass mich raten, Newcomer. Nee, warte mal, in der letzten Zeile haben wir ein, doch, stimmt schon, haben wir ein E und ein R, genau. Ich meine, das sind ja ganz nette Videospielrätsel, ist ja logisch, ich kritisiere das nicht wirklich, aber ey, dann kann die Firma es auch einfach gleich lassen, wenn das ihre Sicherheitsstandards sind. Das Donkey Kong-Schloss ist jetzt offen. Die Fahrstuhlhalle. Wie viele Fahrstühle haben denn die, dass die eine eigene Halle dafür brauchen? Notfallbox kann Munition gelagert werden. Zwei Stecker benötigt. Oh, ich habe ja nicht mal einen Stecker. Ah, ich habe einen Stecker. Gut. Fehlt nur noch einer. Ah, schade. Apparatur wird benutzt, um zu überprüfen, wer den Fahrstuhl benutzt. Okay, dann sehe ich jetzt gleich, dass irgendein Super Monster Raptor Alien den Fahrstuhl benutzt, bestimmt. Er trägt weiße Kleidung, vermutlich ein Forscher. Da sagt bloß, ich kann den massiven Steinblock hier wieder verschieben, tatsächlich. Gut. Zweiter Stecker. Nein, Medizin M, schade. So, wir haben hier viele Türen irgendwie, ne? Wir... Oh. Sind aber irgendwie ganz falsch quasi. Also, weiß ich nicht, aber weit von unserem Zielort entfernt. Das Schloss ist nun offen. Okay, gut. Die Tür haben wir aufgeschlossen. Können wir hier was machen? Da blinkt so auffällig. Ein Fahrstuhl, der hinab in den Laborbereich führt. Um ihn zu benutzen, brauchen wir eine Forscher-ID-Karte. Da liegt doch ein toter Forscher. Trifft sich das nicht vielleicht gut? Er ist kaputt. Okay. Nö. Naja, dann hoffe ich, dass wir mal noch ein zweites Stinksy-Bumsy finden. Für die Munitionsbox. Munitionsbox würde ich schon gern öffnen, ehrlich gesagt. Ja, ja, Umbrella hat genauso gute Sicherheitsvorkehrungen, das stimmt. Blutstiller, grundsätzlich gut, aber unser Inventar ist voll. Schalter benutzen. Jetzt muss ich kurz noch mal schauen, wo wir jetzt eigentlich sind. Aha, sehr gut.
Der Raum ist jetzt komplett optional, da gehe ich mal rein. Aber eigentlich müssen wir in den anderen Raum. Dinosaurier, ich habe es mir gedacht. Kämpfen oder nicht kämpfen? Ich lese mal ganz schnell das. Eine Datei mit Hinweisen für das Personal. Willst du sie lesen? Ja. 3 Jahre sind seit dem tragischen Unfall vergangen. Ich glaube, das ist einfach ihr super Spezialgeheimagentinnen-Training, das sie durchlaufen hat. Ne? Die sieht das Dokument und hat sofort den Inhalt erfasst. Die muss das nicht lesen. Deswegen steht quasi die Zeit still. Weil sie, ne, die macht kurz so... Und alles im Brain gespeichert. Das ist super nützlich, wenn man so eine Spionage-Person ist. Tragischer Unfall Vergangenheit. Die Leistung des neuesten Stabilisators wird heute getestet. Vor 3 Jahren zerstörte die dritte Energie die Einrichtung und tötete 150 Mitarbeiter durch einen einzigen Überlauf. Um einen solchen Unfall zu vermeiden, werden wir jede erdenkliche Vorsichtsmaßnahme ergreifen, die die Sicherheit gewährleistet. Hallo, Dinosaurier. Ich möchte nur ganz kurz gucken, ob hier irgendwie cooler Loot ist. Der Gerät, das die Daten einer ID schreiben kann. Die Daten des Personals der 1., 2. und der Ebene B1 sind in diesem Terminal registriert. Um Daten schreiben zu können, benötigst du eine ID-Card. Okay. Oh, ihr habt mir fast den Weg abgeschnitten. Clever Girl. Ich gehe mal kurz da rein. Wo zur Hölle sind wir jetzt? Aha. Hä? Aha, ja, okay. Nee, gehen wir wieder zurück. Nochmal am Dino vorbei. Ich speichere mal. Ha. Ich habe die wahre Macht der Zeitreisen, Dinosaurier. So sieht es nämlich aus. Ich kann jederzeit zu einem Fixpunkt in meiner Vergangenheit zurück. Und in Rick and Morty haben wir gelernt, dass das eine absolut gute Idee ist, sowas zu haben. Perfekt. Fahrstuhl kaputt, Forscher kaputt, alles kaputt, Hauptsache Lensgrid-Teile. Ja, yep, das stimmt. Oder besser gesagt, Regina hier. Oh nein. Oh, was ist jetzt? Was ist das für eine komische Sequenz? Oh oh, Doppel-Dino-Duo. Ha, Schnuppergas, Bösewicht. Oh, schnell. Aber da ich jetzt weiß, dass die Türen öffnen können, ist das... Ja, es ist echt so ein bisschen so... oh Gott, Stress. Meine Güte. Das ist halt schon cool auch, ne? Ich glaube, wenn wir auf leicht gestartet hätten, könnte ich alle Dinos töten. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich mag es, wenn ich einfach alle Gegner töten kann. Ich räume gerne auf und schaue mich dann in Ruhe um. Aber das ist eine ganz andere Erfahrung und die ist schon auch cool. Es sieht aus, als hätten sie einen Einführungskurs gehabt. Und hier ist ein Einführungsschlüssel. Die Wörter Hilfsgenerator Raum B1 sind ihnen gekritzelt. Na wunderbar. Oh nein, er hat uns in die Einführung gepeitscht. Da steht Danger. Muss ich irgendwas machen? Hätte ich irgendwas machen sollen? Ich habe alle Tasten gedrückt. Okay, egal. Irgendjemand hat uns gerettet. Weird Person Guy. Ich habe dich schon ganz vergessen. Gail, you're still alive. Good timing. What is it? Another lizard? That's no lizard. It's a dinosaur. Dinosaur? Something's really wrong with this place. This whole mission has gone sour. Hey, it's always eat or be eaten out in the battlefield. No matter who or what you're up against. Any word on the dock yet? I've got to hook up with Rick again. My radio's dead and he's the only one who can fix it. Cool. Kannst du auf dem Weg mit deinem Maschinengewehr alle Dinosaurier töten? Vielleicht, das wirkt sehr...
effektiv. Nein, sag nicht, wegen dieser Cutscene bluten wir jetzt wieder. Zumindest sind wir ein bisschen kaputt, ne? Blöder Dino hat uns einfach in die Tafel geschubst. Okay, warte mal. Objekt. Medizin. Ich schätze mal, die schlechteste Medizin, die wir haben, ist die M++. Die benutze ich jetzt mal. Dann haben wir auch wieder ein bisschen Platz im Inventar. Nein, haben wir nicht. Verdammt, kann ich die ordnen? Ja, danke. Genau, gut. Oh, das ist gut, dass das funktioniert. Da waren zwei gestapelt, ne? Und ich habe eins davon genommen und hatte zwei Einserstapel. Das war ziemlich blöd. Ich schau mal, ob da hinten noch Kaffee in der Kanne ist. Nein, leider nicht. Damn it. Und was ist das hier? Nichts. Okay. Gut. Und hier ist eine Klimaanlage. Naja, ich würde sagen, gehen wir wieder raus in den anderen Raum, wo bestimmt immer noch zwei Dinosaurier sind, obwohl Geil da gerade durchgelaufen ist. Und der hat die einfach nicht umgebracht, weil er ein Arsch ist. Okay, jetzt können wir die Abkürzung durch den Dino-Raum, also durch den Dino-Flur, am Dino-Flur vorbei, durch den Dino-Raum in den anderen Dino-Flur, in den Super-Dino-Raum und dann in den neuen Todesraum der Vernichtung. Perfekt. Steht Parasite Eve auf deiner To-Do-Liste beim Stream. Ich habe tatsächlich sehr, sehr viele alte, neue Indie- und Mainstream-Horror- und vor allem Survival-Horror-Spiele auf meiner Liste. Parasite Eve theoretisch auch, aber da ich halt nur ein sehr begrenztes Repertoire habe, logischerweise, ne, an Spielen, die ich einfach spielen kann, in der Zeit halt auch immer, müssen wir da... Ach shit, da hätte ich reingemusst, glaube ich. Müssen wir da ein bisschen haushalten und schauen. Ich weiß noch nicht genau, für was ich mich entscheide, will ich damit sagen. Auch hier fehlen die Toiletten. Wir haben zumindest tatsächlich noch keine gesehen, ne? Das stimmt. Ist der Dino... Aha, hat der gerade... Weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, da müssen wir gar nicht lang, oder? Ich bin hier rausgegangen. Ach so, der führt... Ach so, okay. Naja, gut. Dann würde ich sagen, zurück. Nein, nicht in den Schacht klettern. Ach, hätte ich etwa schon immer in jeden Schacht klettern können, wenn da ein Gitter liegt? Ha, war aber scheinbar nie so wichtig. Naja, okay. Whatever. Ja, hey, also wenn Square Enix hat wahrscheinlich immer noch die Rechte dran, ne? Wenn die jetzt keinen, wenn die jetzt ernsthaft kein Parasite Eve Remake machen, dann weiß ich nicht. Wollen die kein Geld verdienen oder was? Das würde jetzt ein bisschen auf der Hand liegen gerade, finde ich, ne? Hä? Ich kenne mich nicht mehr aus. Wo muss ich jetzt hin? Ach so, da rein einfach. Gut. Ich speichere mal kurz. Würde weggehen wie geschnitten Brot. Ich kann mir das schon vorstellen, wenn es gut wird, ne, das ist natürlich obviously immer die Voraussetzung, aber ein Resident Evil 2-artiges Spiel mit so Rollenspielelementen und Psy-Kräften und teilweise echt abgefucktem Gegnerdesign könnte schon gut funktionieren, glaube ich auch. Eine Leiter in den Abgrund. Dino Crisis Remake könnte auch funktionieren, kann ich mir auch vorstellen. Moment, waren wir hier nicht schon? Hier in der Batterieladestation befindet sich eine Batterie, die nehmen wir mit. Vollständig geladen. Aha. Es gibt drei Knöpfe. Ich würde gern die Batterie, die wir gerade aufgehoben haben, erstmal da reinstecken wahrscheinlich, ne? Batterie rot nutzen.
Wir brauchen wieder Rot, Blau, Grün, Weiß. Okay. Und links Rot. Dann holen wir Blau noch schnell. Und dann, man kann irgendwie nicht wirklich was falsch machen, ne? Irgendwie. Gut. Let's go. Zu alt für. Vielen, vielen, vielen Dank für die Bets. Prost. Okay, jetzt müssen wir wieder ans andere Ende der Welt. Wie kommen wir denn da wieder hin? Welche Treppe führt denn da hin? Waren wir da schon mal? Ah, auf der anderen Seite des Safe Rooms einfach. Okay. Gut. Ja, es ist irgendwie, ich finde es auch weird, weil, wisst ihr, man sagt immer so, große Firmen wollen keine Risiken eingehen. Genau deswegen sind ja Remakes auch so beliebt, weil, ne, da hat man schon eine Fanbase oder Nachfolger genauso wie Remakes. Da hat man schon eine Fanbase, da kann man ganz gut einschätzen, wie gut sich sowas verkaufen wird. Das macht ja alles Sinn und ist ja alles schön und gut, aber teilweise verstehe ich dann nicht, warum Firmen glauben, dass manche Sachen so riskant wären, wo sich jeder Videospiel-Fan denken würde, naja, come on, das ist doch offensichtlich, dass das Geld produziert. Ich meine, die haben wahrscheinlich andere Metriken, andere Möglichkeiten, um irgendwie Daten zu erheben und so weiter. Aber ja, es fühlt sich oft so an, als würde das gegen den gesunden Menschenverstand gehen, was die da oft für Entscheidungen treffen. Kann man halt schwer beurteilen. Aus der Sicht eines Fans ist das immer was anderes. Es gibt oft großartige Spiele, die in einer kleineren Fangemeinde gefeiert werden ohne Ende, aber für die großen Firmen ist es halt dann eher ein Misserfolg oder wurscht einfach, weil es zu klein ist, zu wenig ist. Das ist ja gerade das Problem. Management denkt anders und denkt sich meistens und kennt sich nicht meistens aus mit dem Produkt. Das kommt wahrscheinlich oft tatsächlich noch hinzu, das stimmt. Bestes Beispiel ist Fallout 76. Ja, oder auch diese ganzen Resident Evil Multiplayer-Spiele immer wieder. Ne? Da wollen einfach irgendwelche Leute sagen, so, wir müssen jetzt in den und den Markt. Und dann sagen wahrscheinlich die Kreativen dahinter, ja, aber hey, in den Markt mit unserer Franchise macht überhaupt keinen Sinn. Ich weiß wirklich nicht, was ich in den Danger-Sequenzen mache, aber gut. Und dann sagen die, ja, ist mir egal, macht das jetzt. Ihr schafft das schon, so ungefähr. Und dann wird halt irgendwas produziert, was überhaupt keinen Sinn macht, wo von vornherein jeder weiß, dass das ein Riesenblödsinn ist. Und natürlich funktioniert es dann auch nie. Aber ja. Ja, Operation Raccoon City, aber auch die letzten beiden Versuche, dieser isometrische Multiplayer und dieser Shooter, ey, was sie sich da wirklich wieder gedacht haben, wo man sich in irgendwelche Monster verwandelt und so, der ist ja für ein paar Stunden echt ganz nett und so, aber ey, weiß ich nicht. Operation Raccoon City werden wir natürlich auch noch spielen und alle anderen weirden Multiplayer, die wir jetzt hier heute erwähnt haben. Die sind natürlich auf unserer To-Do-Liste. Aber erst haben wir noch ein paar andere interessante Spiele. Wie gesagt, in Danger-Situationen einfach alle Tasten wie wild drücken. Ja, okay. Dann habe ich immer alles richtig gemacht bis jetzt. Sehr gut. Yeah.
Nein, bitte, lass mich raus, Speichermenü. Ich verstehe die Tastenbelegung immer noch nicht so ganz. Okay, jetzt stehen wir quasi da oben. Okay, einfach relativ geradeaus runter, da müssten wir die Tür finden. Nein, nicht in den Schacht klettern. Das dürfte die sein. Ja, ich habe den mal ein Wochenende gespielt, diesen Shooter. Wie hieß das gleich nochmal? Ich weiß es nicht mal mehr. Flashed by pretty quick, but I'm sure I saw something. Rick, open the shutter to the underground area. Wie Tekken. Ja, ich glaube, jedes gute Prügelspiel braucht mindestens diesen einen Charakter, mit dem er echt gut ist, wenn man einfach Knöpfchen drückt. It must be Cooper. Yeah, or it might be Tom. He infiltrated this facility, posing as one of the researchers. Can you pinpoint the signal? It's coming from outside of the building. To the east of the rear entrance we came in from. Look, we'll deal with it later. Our first priority is the survivor in the underground. It could be the doc. What are you talking about? He's asking for our help. We don't leave our own behind. And what if it's a trap? Would you want one of us to come and rescue you? Hi, Christian. Don't bother. I'm willing to take that risk. Remember our mission. We're not here to babysit. That's your way of operating, not mine. All right, you have your access to the underground. Hat er die Taste gerade wütend gedrückt? You handle your things your way. I'll handle my things my way. And the dinosaurs handle their things the dinosaurs way. Get on my nerves, Regina. Heading out to investigate the underground. Okay. Einmal hätte auch gereicht, aber ich hab's verstanden jetzt. Okay. Für welchen Vorschlag entscheidest du dich? Gales Idee, Hinweise suchen oder und Dr. Kirk finden? Ricks Idee, den Kameraden sofort retten? Ich würde sagen, Rick ist vertrauenswürdiger. Deswegen würde ich sagen, wir retten den Kameraden. Und dann müssen wir, oh Gott, ans andere Ende der verdammten Welt wieder laufen. Hoch durch den Speicherraum, dadurch runter. Okay, na gut, machen wir. Aber erst speichere ich. Blüpp. Ich glaube auch, dass er den Untergrund gerne investigate. Okay. Machen wir. Aber da können wir jetzt nicht lang gehen, oder? Nee, brauchen wir eine ID-Karte. Okay. Mach's gut, Lazarus. Schönen Abend noch. Oh oh. Ich höre Musik. Wir ignorieren die Musik. Wir laufen vor der Musik weg. Das ist eine gute Idee. Christian, hey, vielen, vielen Dank für den Superchat. Dankeschön. Freut mich sehr. Nice. So, okay. Kleiner Hinweis, Ricks Strategie ist immer mit Rätsel und Gales immer mit kampflastig. Ja, würden wir auf leicht spielen, wäre mir sogar Kampf lieber, glaube ich. Aber tatsächlich ist jetzt gerade... Ich fühle mich nicht bereit für den Kampf. Und da man auch wirklich nur so eine... Also man hat ja in dem Spiel eine sehr krasse... maximale Munitionsbeschränkung auch. Das finde ich schon auch krass irgendwie, dass ich maximal 10 Schuss Schrotflintenmunition mitnehmen kann. Gut, okay. 10 Schuss Munition ist ein Stapel, ne? So gesehen könnte man mehrere Stapel von 10 Schuss mitnehmen, aber das müllt einem dann das Inventar auch ganz schön zu. Apropos Schrotflintenmunition. Ich gehe noch mal kurz in den Hof. An der unüberwindbaren, umgeklickten Laterne vorbei und hol mir noch mal die Schrotflintenmunition, die da rumliegt. Barrys Waffe gegen lebende Dinge, die wäre hier jetzt sehr nützlich. Ich habe gehört, Dinosaurier sind lebende Dinge. Barry hätte hier seinen Spaß.
Ja, ne, wenn hier Chill und Barry wären, er mit seinen speziellen Waffen. Hä? Warum ist mein Inventar voll? Und sie als Master of Unlocking, das Spiel wäre in einer halben Stunde durchgespielt. Betäubung. Nicht nutzen. Nee, ich will's mixen. Betäubung. Mixen mit Pfeile M. Mixen. Jawohl. 4 Pfeile S++ hergestellt. Das ist zwar echt cool, aber verdammt nochmal, jetzt ist unser Inventar immer noch voll. Ich könnte natürlich theoretisch jetzt zum Beispiel die Medizin S, die Medizin M++ mit der Medizin L+ noch kombinieren. Warte mal kurz, stopp. Bevor ich das mache, nein, Hilfe, Tastenbelegungen aus der Hölle. Bevor ich das mache, will ich noch mal kurz ordnen, vorsichtshalber. Okay, gut. Dann nehmen wir jetzt hier tatsächlich die einzelne Medizin L++ und ich mixe sie mit dem hier. 2 Medizin S++ hergestellt und ein Inventarplatz. Darum ging es mir eigentlich. Dankeschön. Cool. Somit haben wir jetzt 13 Schuss Schrotflinte. Das ist schon ein bisschen besser, immerhin, ne? Der Raptor hat vorher 2 Schrotflintenschuss und dann noch ein paar Pistolenkugeln vertragen. Ich könnte mir vorstellen, dass 3 Schuss für einen kleinen Dinosaurier reichen würden. Das heißt, ich brauche echt viel Munition. Machst du noch regelmäßig den Podcast? Ja, klar. Ich habe jetzt tatsächlich wegen der Hausrenovierung und so weiter ein bisschen mich zurückgenommen und Michael hat den Laden so lange geworfen. Aber jetzt bin ich wieder voll drin. Auch. Warte mal, ich muss kurz... Ich kann so schlecht räumlich denken. Wir sind hier reingekommen und dann muss ich jetzt da lang. Das stimmt, glaube ich, schon. Du solltest zwischendurch etwas in den Boxen lagern. Ja, ich habe bis jetzt erst eine Box freigeschaltet und ich kann mich nicht mehr erinnern, wo die ist. Ich bin genau falsch gegangen. Verdammt. Sehr schön, freue mich auf neue Folgen mit dir. Es ist sogar heute, ich glaube wirklich, heute müsste jetzt schon eine neue Folge wieder zu Alan Wake 2 online gegangen sein. Auf jeden Fall schon im RSS-Feed und wahrscheinlich jetzt auch schon auf YouTube. Und wenn nicht, dann sehr, sehr bald. Okay, wir sind jetzt hier. Ich renne einfach geradeaus durch und dann dürften wir am Zielort angekommen sein. So. Warum habe ich denn jetzt nicht gesagt, hey, warte mal kurz, lass uns gemeinsam gehen. Du hast irgendeine ganz schön krasse Waffe anscheinend. Lass uns alles in die Luft sprengen, was uns auf dem Weg begegnet. So wie den da. Wie ist er an dem vorbeigekommen? Oh Gott, es sind 2. Und da liegt Loot am Tisch. Mein Inventar ist voll. 0-0 Geschosse. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Ich werde hier so gefressen. Wir müssen jetzt weg hier. Hey, aber 2 so Raptoren sind grundsätzlich krass. Auch wenn ich jetzt nicht Munition sparen müsste. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich mit denen fertig werden soll. Außer man benutzt mal... Oh nein. Flugsaurier? What? Nein, meine nutzlose Pistole! What? Bisschen lustig finde ich das schon auch, wie der uns jetzt dagegen das Tor geboxt hat. Oh Mann. Hä? Ich dachte, wir haben genau die Pistole verloren. Und jetzt habe ich nur die Pistole im Inventar. Da stimmt doch was nicht.
Inventar voll Betäubung. Nein, Flugsaurier, jetzt geh weg. Komm, was soll das hier? Es liegt meine Schrotflinte halt da nach draußen, ne? Und wir sind ganz schön tot offensichtlich, wenn wir uns so ihre Körpersprache anschauen. Eieiei, die sieht nicht mehr gut aus. Die Flugsaurier sind Arschlöcher, ja. Glaube ich sofort. Tom! Here, take this. His wounds are pretty bad. We have to move him someplace safe immediately. Okay. Ah, wir haben die zweite L-Disk. Jetzt haben wir die beiden L-Disks. Ich weiß nicht, für was die sind, aber das ist gut. Jetzt passt auf, jetzt nehmen wir mal ein Heilmittel. Ist S größer als L? Das L stoppt auch, S stoppt auch Blutungen und ich glaube, wir haben keine Blutungen. Dann nehme ich mal nur ein L. Okay. Gut. Und dann müssen wir noch mal in unser Inventar gucken. Wir haben jetzt wirklich die Schrotflinte nicht mehr. Das ist schlecht. This looks pretty bad. Listen, I'll take care of it. Okay. Okay, jetzt kenne ich mich gar nicht mehr aus. Was ist denn das jetzt alles? Wir haben jetzt zwei Stecker, das ist gut. Das heißt, wir können in dem einen Raum die beiden, das eine Waffenschloss öffnen. Aber hier haben wir jetzt eine Schlüsselkarte L, den Donkey Kong Code Key L und den Eingabedisk L. Ich meine, das Donkey Kong und Eingabedisk verstehe ich noch. Aber die Schlüsselkarte L, gehört die auch irgendwie zu diesen ganzen L-Objekten oder was ist jetzt hier los? Ah, ich würde jetzt gerne noch mal rausgehen und meine Schrotflinte holen. Ich speichere schnell. Kurz raus, Schrotflinte einpacken und wieder rein. Das sollten wir schaffen. Aber ich verstehe gerade nicht. Ach so, Waffen brauchen keinen Inventarplatz. Okay. Schnell. Da kreisen sie am Himmel. Oh Gott, oh Gott. Ich glaube, in Wirklichkeit waren die irgendwie harmlose Fischfresser, oder? Okay, was haben wir hier? Blutstiller, gut. Nein! Weg mit dir! Kusch, kusch! Bzzz. Nix da, nix da! Ich gehe schneller durch die Tür, als die fliegen können. Sehr gut. Aber wie geil das war, dass das Ding mich einfach packt und voll gegen dieses Tür, gegen dieses Tor rammt. Das war so Slapstick. Sehr lustig. So, haben wir aktuell einen Zielort? Der hat irgendwas gesagt, aber was weißt du nicht? Ich habe nicht wirklich zugehört. Ich gebe es ganz ehrlich zu. Ich habe nur auf so einem halben Ohr zugehört. Heilmittel. Vielleicht sogar nur ein Viertelohr. Die wissen, dass ich ein Squid bin. Ja, dann macht alles Sinn. Da hast du recht. Oh nein, hier sind auch Flugsaurier. Können wir den Riesenventilator anmachen und der pustet dann die Flugsaurier in die aus der Erdatmosphäre, in die Umlaufbahn. Und dann sind es die ersten Astrodinos. Und das ist die Origin Story. Multipass. Keine Ahnung, wo ich jetzt hinkomme. Was nimmst doch? So, danke. Eine B1 Krankarte. Ich wollte mal krank lesen und habe es nicht in meinem Kopf zusammengebracht, was das bedeuten soll. Eine Krankkarte. Hä? Welche Taste drücken?
Da muss ich, mich erst ein bisschen umschauen. Das kann ich jetzt noch nicht beantworten. Schauen wir mal. Wir haben hier 6 Steuerkonsolen. Wir haben hier ein auffälliges Regal, das ich mal zur Seite schieben werde. Warum? Das ist irgendwie weird, oder? Warum schiebt man die eigentlich alle zur Seite, anstatt einfach, dass die Items im Regal platziert werden? Ich meine jetzt so aus Game-Design-Sicht finde ich das sehr interessant. Okay, ich habe keine Ahnung, wie das hier funktioniert. Machen wir mal so ein bisschen, ich drück mal grün. Aha. Und jetzt drücke ich hier mal rot. Ich schätze mal, das ergibt sich dann einfach, wenn man sieht, was passiert. Ich muss hier anscheinend wirklich so ein Rohrsystem zusammenbauen. Ich finde es ja fast ein bisschen albern und lustig. Aber okay, machen wir mal. Okay. Das sieht schon mal weird aus. Ich würde das gern irgendwie außerhalb der Rätsel sehen können, was ich da zusammenstöpsel. Aha. Aha. Das sieht schon mal ziemlich gut aus, würde ich sagen, ne? Aber jetzt pass auf, dann drücke ich jetzt hier mal rot. Nichts. Hä? Habe ich jetzt schon vermasselt? Kann ich es nicht mehr rückgängig machen? Ah, okay. Aber hier unten, ich mache mal blau noch mal weg. Aber blau können wir uns schon mal merken, das sieht ehrlich gesagt gut aus. Und hier gegenüber auch blau, oder? Nee. Dann war es bei der letzten Konsole blau. Also an den gegenüberliegenden Enden blau ist schon mal gut. Und ansonsten würde ich sagen, mache ich jetzt hier einfach mal grün weg und stattdessen rot hin. Achso, das geht so nicht. Dann muss ich hier nochmal rot wegmachen. Nee, rot weg. Aber ich vermute jetzt gerade mal, dass ich hier die auch austauschen muss. Voll an der Konsole vorbeigerannt. Okay, jetzt mache ich da mal rot hin. Ich mache mal rot, grün, blau. Rot. Grün. Und blau. Die ergeben schon mal ein Muster, das ist fast zu schön, oder? Das ist fast zu schön, um falsch zu sein. So, und jetzt machen wir hier, hi Fallout Gamer, jetzt machen wir hier rot. Yes. Und dann machen wir hier grün. Ich muss sagen, das Rätsel ergibt von der Logik her überhaupt keinen Sinn. Es ist super weird. Und es ist ein bisschen umständlich natürlich auch designt, aber das ist auch so ein bisschen der Zeit geschuldet. Aber es ist eigentlich cool. Ich muss sagen, das macht Spaß. Tada! Und jetzt passiert irgendwas. Jetzt kommen lauter Dinosaurier rausgesprudelt und essen mich. Und ein kleiner Kampfroboter. Lauf! Ach so. Ah, habe ich jetzt den Ventilator angemacht, der die Astrodinos wegpustet? Das wäre gut. Vorsicht bei der Bedienung des Versorgungsrohrs. Durch das Starten des Hauptmotors kann der große Fahrstuhl angetrieben werden. Wird aus Versehen das falsche Rohr herabgelassen, so kann es durch einen Druck auf den Knopf,
desselben Terminals in seinen Ursprungsposition zurück. Dankeschön. Habe ich mir schon gedacht fast, dass das so ist. Okay, das speichern wir. Das war ein großer Erfolg hier. Was ist Resident Evil? Das ist eine sehr philosophische Frage. Schon fast. Was ist überhaupt irgendwas? Früher gab es noch die Krankenversicherungskarte. Jetzt gibt es nur noch die Krankenkarte. Oder auch eine kranke Karte. Ich höre was. Na, come on. Weißt du, immer diese Stealth-Dinosaurier. Ja! Puh, ich dachte schon, der wirft uns jetzt in den Ventilator. Trottel. Naja, gut. Das hier ist nicht Resident Evil. Das hier ist Dino Crisis. Ein anderes Survival-Horror-Spiel von Capcom, das im gleichen Jahr erschienen ist als Resident Evil 3. Und Resident Evil 3 spielen wir eigentlich quasi immer Dienstag. Und Dino Crisis war jetzt das erste Bonusspiel quasi jetzt für diesen Zeitraum, in dem wir Resident Evil 3 spielen. Deswegen spielen wir das jetzt hier. Ein sehr beliebter Survival-Horror-Klassiker auch, für das sich viele Menschen auch ein Remake wünschen würden. Und ich kann es einerseits verstehen, aber ich glaube, ein Remake ist auch schwierig tatsächlich. Okay. Jetzt müssen wir aufpassen. Oh, die Dinos sind weg. Die Flugdinos sind weg. Nice. Dann können wir jetzt hier den großen Aufzug in Ruhe benutzen. Hallo? Du solltest so schnell es geht zu Rick und Tom zurückkehren. Ach so, okay. Von mir aus. Straight down to the underground. Krieg ich seine Maschinenpistole, wenn er tot ist? Wo sind jetzt die anderen beiden? Ah, da sind sie. Gut. So you saw the beast, right? Yeah, Pteranodon, wasn't it? I meant you saw that it was a real dinosaur. Hi, langer Lachs. It's unbelievable. Didn't I tell you? This is just like that movie. Ja, es ist sehr stark Jurassic Park, ne? Es ist ganz klar inspiriert von Jurassic Park, ganz, ganz massiv. Ich meine, die Remakes, muss man fairerweise sagen, sind ja schon irgendwie auch neue Spiele. Ne? Die sind ja gerade bei Resident Evil jetzt eher so inspiriert, würde ich sagen, von den Vorlagen. Aber es ist ja schon auch vom Gameplay her und sowas ganz was anderes. Insofern wäre ich da nicht zu streng mit, die haben keine neuen Ideen mehr. Aber ja, haben wir vorher schon drüber geredet, dass das halt einfach diese Sicherheit ist, die Firmen gerne haben. Kann man halt nicht so viel falsch machen bei so einer beliebten Franchise. Außer man macht einen scheiß Remake. Ja. Oh oh, da ist ein Haken an der Sache. Warum? Okay. We have to hurry. Tom's not going to last much longer. I'll clear a path by moving these containers. You just keep an eye on Tom. Okay, ich speichere mal kurz und dann clearen wir mal die Container hier mit dem Haken. Sieht wie eine Notluke aus. Sie kann nicht von dieser Seite aus geöffnet werden. Okay, dann halt nicht. Die Franchise, genau. Die meine ich.
Inventar ist voll Verstärker. Hey, ich würde so viele Dinos töten für einen einzigen zusätzlichen Inventarplatz. Zur Bedienung des Krans ist eine Steuerkarte nötig. Moment mal, die haben wir doch. Krankarte, die Krankenkarte. Hier bitte. Willst du den Kran bedienen? Ja. Okay. Das ist wieder so ein super unnötig kompliziertes Steuerungssystem, ne? Aber wo muss ich denn hin? Ich verstehe es überhaupt nicht. Hook. Was? Hook nach unten. Was? Warte, ich fange nochmal von vorne an. Habe ich es jetzt aktiviert? Clear. Clear. Ich verstehe schon. Ich muss den steuern. Aber jetzt pass auf, jetzt gehen wir nach unten. Dann soll der hooken. Nee, warte mal, nach unten müssen wir gar nicht. Ich verstehe schon. Okay, jetzt mal eins nach dem anderen. Wenn ich das richtig verstehe, pass auf, gehen wir jetzt zwei nach hinten, eins nach vorne. Eins rüber. Hooken. Ja, machen wir das mal. Ah, das ist in die falsche Richtung. Nein, das wollte ich nicht. Komplett. Ach doch, das ist genau, was ich wollte. Okay, cool. Cool, okay. Ja, perfekt. Und jetzt gehen wir zwei nach oben. Und dann lassen wir das fallen. Ich hoffe, wir können die stapeln, die Container. Sonst ist mein schöner Plan kaputt. Aha, das geht nicht. Aber dann ist auch okay. Dann gehen wir zwei nach hinten und eins rüber. Und dann droppen wir. Let's go. Tada! Na, das ist doch schon mal gut. Aber wo packen wir jetzt... Ah, okay, ja gut, ne? Dann gehen wir nochmal zwei nach oben, eins nach unten und hook. Und dann sind wir schon fertig, glaube ich. Joa. Und somit, glaube ich, können wir eigentlich schon weiter, ne? Ach so, aber ich muss mir jetzt nicht eine Brücke von hier oben bauen. Nee, okay, passt schon, wir müssen wieder runter. Ja, das war easy. Das war aber auch ein nettes Rätsel. Ich muss sagen, ich mag die Rätsel. Es ist aber, ja, zumindest auf normal sind die Rätsel, finde ich, eher im Fokus, weil die Kämpfe muss man eh meiden. Okay, wo auch immer die jetzt eigentlich hingegangen sind. Ist der zufällig einfach nur darüber gegangen? Nee, okay. Ich muss mal kurz auf die Karte schauen. Ich habe keine Vorstellung, wie der Raum aussieht, in dem wir da eigentlich gerade sind. Okay, hat mir absolut nicht geholfen dabei. Los geht's. Ah, da sind sie. Oh nee, das sind sie nicht. Ich hoffe, das sind sie nicht. Sonst ist gerade was sehr Schlimmes passiert, während ich da kurz auf die Karte geguckt habe. Der Tote hat ein Memo. Willst du es lesen? Findet Memo. Heute erledigen. Die neue Donkey Kong-Regelung für den Laborbereich vorbereiten. Morgen muss ich in den Computerraum. Und um Dr. Kirks Rechner zu warten... Ich glaube, ich habe gestern einen Donkey Kong beim großen Aufzug im Hinterhof liegen lassen, als ich ihn gewartet habe. Ich sollte das heute noch überprüfen. Als er den Donkey Kong gewartet hat, einen anderen Donkey Kong, hat dieser neue im Laborbereich, dieser Tom, glaube ich. Ich werde ihn mir von ihm borgen müssen.
Ich weiß nicht, wie dieser Typ es angestellt hat, aber er scheint Kirks völliges Vertrauen zu haben. Niemand weiß etwas darüber, was er vorher gemacht hat. Okay. Das Schloss ist nun offen. Das heißt, es war vorher zu. Soll ich da jetzt durchgehen? Ich speichere vorher mal. Immer fest speichern. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die Rätsel sind auf jedem Schwierigkeitsgrad gleich. Ja, das habe ich mir gedacht. Aber ist nicht selbstverständlich, da hast du recht. Wie kann man das übersehen? Sollte ich denen nicht irgendwie helfen oder so? Wo muss ich hin? Inventar ist voll. Heilmittel. Naja, dann gehe ich mal in den Raum. Mal gucken, ob die da drin sind. Schloss ist nun offen. Hi, Albert Wesker. Wie geht's? Hey, warte mal. Ich bin gerade verwirrt. Wo sind denn die? Bin ich in die falsche Tür gegangen? Sind die jetzt tot wegen mir? Ich muss noch mal kurz gucken, wo die hingegangen sind. Ich verstehe gerade gar nichts mehr. Ich dachte, ich bin in den Raum gegangen, wo die auch waren. Dann haben die einen schlafenden. Man soll keine schlafenden Raptoren wecken, ne? Uraltes Sprichwort. Viel alter als das mit den Hunden, logischerweise. Inventar ist voll. Pfeile M. Ich würde so gerne den ganzen Loot mitnehmen können. Oh Gott. Hallo, Backpedal, wie geht's? Nee, aber hier sind die auch nicht. Aber ich kann mal, glaube ich, die Laserschranke aufmachen, oder? Oh oh. Maschenbett Event! Maschenbett Event! Button Mess! Jetzt habe ich's. Electrocuted! Ach, der ist tatsächlich tot auch. Das ist nett. Bei mir ist auch alles gut soweit. Hey Tom Fooley, wie geht's? Ich habe keine Ahnung, wo die gerade gestorben sind oder angegriffen wurden. Und ich habe auch keine Ahnung, wo ich gerade bin. Ich bin hier. Okay, cool. Gehen wir mal weiter. Dass da immer noch was falsch eingestellt bekommen, immer noch Werbung trotz Zap. Ich habe wirklich... Ah, Mini-Dinos. Ich habe wirklich keine Ahnung. Krankenstation. Wenn ich jetzt meine Krankenkassenkarte noch dabei hätte, ne? Das wäre gut. Schalter betätigen. Machen wir auf jeden Fall. Kuschelpsiana, vielen, vielen Dank für die Bits. Freut mich sehr. Hallo, du Bird Rider. Ich habe da ein paar Bits für dich. Dankeschön. Sehr nett. Okay. Ist das... Will ich das? Nee, warte mal. Ich weiß, wo ich bin. Wir sind einmal im Kreis gelaufen. Ich bin bei der Heilbox. Ich könnte jetzt in die Heilbox das ein oder andere medizinische Item legen. Ah, ich bin gar kein Fan davon. Ich habe gern viel medizinische Items dabei. Und ich weiß nicht, ob ich jemals wieder hierher komme. Ich meine, ernsthaft, keine Ahnung. Aber zumindest einen Inventarplatz sollten wir definitiv mal freimachen. Wo muss ich denn jetzt hin? Habe ich ein Ziel aktuell eigentlich? Ich würde tatsächlich gern dahin, wo die gerade gefressen wurden. Aber ich habe echt keine Ahnung, wo das war. Ich gehe jetzt nochmal zurück. Es gab ja noch den anderen Weg. Sagt dir das Horror Game Carrier etwas? Das damals auf dem Dreamcast herausgekommen ist.
Das sagt mir was, aber ich glaube wirklich nur, weil mir das schon mal im Chat irgendwie empfohlen wurde. Und dann habe ich mir daraufhin irgendwie Screenshots oder ein Video davon angeguckt. Aber ich habe tatsächlich schon wieder kein Bild vor Augen. Aha, da sind sie. Kann ich jetzt eine Waffe haben? Latango ist jetzt ein Bird Rider. Latango, vielen, vielen, vielen Dank für deinen Sub. Freut mich sehr. Wir sind jetzt noch 22 Subs vom Silent Hill 1 Bonus entfernt. Wir haben noch genug Zeit dafür, ne? Aber ja, ich habe das Ziel extra hoch angesetzt, damit wir genug Zeit haben für Resident Evil 3 und eben auch Dino Crisis. Cool, cool. Dankeschön. Die Datenkarte kann neu beschrieben werden, wenn das Personal wechselt. Das kennen wir ja schon. Wir haben ja schon einen Computer gefunden. Gib mir deine blöde Maschinenpistole. Er wurde brutal aufgeschlitzt. Fühle ich mich, mein Gott, nimm doch die Waffe bitte. Ich kann wirklich seine Waffe nicht nehmen. Tom, muss das sein, dass du deine Waffe mit ins Grab nimmst? Die könnte anderen Leuten noch was bringen. Aber vielleicht ist das irgendwie ein altes Ritual von seinen Wissenschaftlervorfahren überliefert, dass er seine Waffe mit ins Grab nimmt oder so. Keine Ahnung. Der Dürre 1 ist jetzt ein Bird Rider. Der Dürre 1, auch an dich vielen, vielen, vielen Dank. Wir sind wieder ein Sub näher an Silent Hill. Und wir haben einen Hype Train. Dankeschön an euch beide. Der Hype Train ist jetzt zu 63% abgeschlossen. Abonniert, verschenkt Abos, Hype Chatter. Was ist denn bitte ein Hype Chat? Ich weiß gar nicht, was ein Hype Chat ist. Oder verwende Bits, um die nächste Stufe zu erreichen. Steht da. Ist das nur bei mir so oder ist der Ingame-Sound zu leise? Das hatten wir schon öfter tatsächlich, die Frage. Ich habe das schon mehrfach lauter gemacht, aber irgendwie wird es nicht so richtig lauter, habe ich das Gefühl. Schade. Keine Ahnung. Dr. Sherwood, die ID-Karte auf dem Tisch gehört einem meiner Patienten. Bitte geben Sie sie an Oberst Clay weiter, wenn Sie ihn sehen. Er sagt, er würde eine Konferenz im ersten Stock abhalten und das heutige Experiment vorbereiten. Bitte denken Sie daran, ihm die Karte zu geben, da er der Sache dort ja schließlich beiwohnen sollte. Ist das Spiel wirklich noch sehr zu leise, Leute, auch in den Action-Szenen vor allem, ne? Ich will nur nicht, dass es zu laut wird in den Action-Szenen. Weil dann kann ich noch mal ein bisschen hochschrauben, wenn die allgemeine Meinung sagt, man hört so gut wie gar nichts. Jetzt habe ich schon 3 Stecker, ey. Ich würde echt gern wieder zurück in diesem Raum mit der Waffenbox, aber ich habe keine Ahnung, wo die gleich noch mal war. Speichern wir das Spiel. Sound passt gut. Okay. Kuschelpsiana, noch mal vielen Dank für die Bits. Der Zug kommt. Alle einsteigen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Hype Train fährt auf Gleis Twitch ein. Bitte werfen Sie jetzt Ihre Subs in die Bahnhofstoilette. Was weiß du nicht, was Sie damit machen. Einen schönen Tag doch. So, weiter geht's. Vorgang abgeschlossen. Steht da. Ich kann nichts machen. Jetzt geht's wieder. Gott sei Dank. Kleine Dinos, ihr dürft ruhig weiter essen. Ich habe mich nur verlaufen, ich bin eh doof. Ja, es ist halt schon sehr Jurassic Park, ne? Was haben wir bis jetzt an Gegner gesehen? Die Raptoren, die viel zu groß und komisch sind. Einen riesen T-Rex und die ganz kleinen Dinos. Aber war das tatsächlich schon Jurassic Park 2 draußen? Ich glaube, die kleinen Dinos wurden erst in Jurassic Park 2 eingeführt, ne? Ich habe das schon öfter gemerkt, mir fällt es sehr schwer teilweise, richtig zuzuordnen, wann Filme und Spiele im Verhältnis zueinander released sind. Ich ordne Filme in der Regel immer viel aktueller ein als Spiele.
Ich dachte, der Zug fährt auf das Gleis 9¾. Ist das eine Harry Potter-Referenz? Da kenne ich mich nicht so aus. Aber ich weiß, dass da irgendwie sowas ist. Dann laufen alle gegen die Wand. Das ist alles, was ich weiß. Es könnte ruhig etwas lauter gemacht werden. Ich schau mal. Ich glaube ein bisschen. Ich kann es wirklich gar nicht mehr so viel lauter machen, witzigerweise. Ich weiß auch nicht. Raptor? Du chillst, oder? Oh, ich bin in den Laser gelaufen. Sie haben die ID-Karte benutzt. Durch die Tür und zwar schnell. Oh Gott, das war knapp, ey. Okay. Der Steuerung-Konferenzraum. So, wartet mal kurz. Pause. Schaue ich noch mal kurz hier in die Soundeinstellungen. Ich habe wirklich das Gefühl, ich kann den Sound entweder sehr, sehr leise und wegmachen, aber sehr viel lauter wird es irgendwie gar nicht, egal wie hoch ich es drehe. Ich drehe jetzt mal auf Anschlag, Leute. Aber ihr müsst mir sofort sagen, wenn es jetzt zu laut ist. Das kann nämlich gut sein, dass es jetzt zu laut ist wieder. Sagt mir gerne Bescheid. What? Stoffelis ist jetzt ein Bird-Rider. Der Dürre 1, vielen, vielen Dank für deine Sub-Bombe. 5 verschenkte Sub-Abos. Sub-Abos? Ihr wisst schon, was ich meine. Nice. Dankeschön. Zwolgo ist jetzt ein Bird-Rider. Na? Ah, ich dachte schon, jetzt ist der Sub-Alarm tot. YT-Timshell ist jetzt ein Bird-Rider. Ich finde es immer wieder toll, wie die Namen ausgesprochen werden. MacDiverman 84 ist jetzt ein Bird Rider. Wie toll die Musik auch gerade dazu passt, ne? Patze-Unterstrich-Unterstrich-Unterstrich ist jetzt ein Bird Rider. Patze-Unterstrich-Unterstrich-Unterstrich. Yay! Dankeschön für die gegifteten Subs der Dürre 1. Dino Crisis kam 99 raus, Jurassic Park 97. Wann kam denn Jurassic Park 2 raus? Also ich bin mir eh ganz sicher, dass Jurassic Park 2 vor dem rauskam, aber ich kann es gar nicht einschätzen, wie viele Jahre dazwischen Teil 1 und 2 lagen. Das würde mich gerade interessieren. Dieses Terminal bezeichnet die Position... Was? Nee, zeichnet die Position der Wachen in der Einrichtung auf. Das ist schön für das Terminal. Ich freue mich. Der Computer scheint nichts zu tun. Ey, das ist so eine Comic-Bösewicht-Konferenzraum-Szene hier. Notfallbox, Munition und Medizin gelagert werden. Zum Öffnen ist ein Stecker benötigt. Ja, einen haben wir definitiv übrig. 00-Schrot. Was bedeutet denn 00-Schrot? Haben wir irgendwie Waffenfreaks hier, die mit der Info was anfangen können, was 00-Schrot ist? Ist das nicht tödliches Schrot oder Hohlspitz super effektiv gegen lebende Wesen? Säureschrot oder Totschrot? Wenn eine ID-Karte angelegt wird, dient dieses Gerät zur Datenerfassung. Ja, das ist so ein Yu-Gi-Oh!-Ding, ne? Da legt man die Karten drauf und dann, ich verstehe, kommt dann den Arm. Cool. Die englische Bezeichnung sind unter anderem 00 für 8,5 mm und 000 für 9 mm. Heute ist der Einsatz auf Schalenwild, was auch immer das ist, und Seehunde in Deutschland verboten. Was? Was für ein komischer Nebensatz. Aber ich verstehe, das ist einfach irgendeine Kalibergröße quasi, ne? Sowas. Okay. Gut. Ah, und hier ist gleich noch ein Stecker. Das ist ja nett. Dann haben wir nicht mal einen Stecker verloren. Stecker haben wir jetzt echt viele eigentlich gerade. Schalenwild. Weidmännische Bezeichnung. Ich bin jetzt schon raus.
für zu den paar Hufern zählende Wildarten. Okay. Ich habe genug gehört. Meine Frage ist für mich ausreichend komplex beantwortet. Jurassic Park 1 kam 93 raus. Ach, Jurassic Park 2 97. Ich habe es gesehen. Dieses komische Herzchen-Emoji war nur über der 2, deswegen habe ich das nicht lesen können. Alles klar, danke schön, Albert Wesker. 93 kam Jurassic Park 1 raus. Genau das meine ich. Sowas kann ich überhaupt nicht einordnen. Das ist früh. Ich hätte mir unter Schalenwild eher sowas wie wilde Schildkröten. Ja, ich auch, ne? Ich habe an Krebse oder sowas gedacht bei Schalenwild. Vor allem, weil dann auch Seehunde noch dazu genannt wurden. Tja, man lernt halt nie aus, ne? Faszinierend. Wir haben noch einen Raum, in den können wir da seitlich noch schnell reingehen. Ich speichere kurz. Aber ich vermute, so wie ich das Spiel kenne, fragt es mich jetzt eher, ob ich speichern will, wenn ich hier rausgehe. Nein, ich kenne das Spiel nicht gut genug. Ich kenne das Spiel überhaupt nicht. Das Spiel ist ein Fremder für mich. Geh doch in die Tür, um Gottes Willen. Der Raptor. Aha. Irgendwer hat doch gemeint, es gibt hier nicht mal Toiletten in dem Spiel und das ist voll unrealistisch. Aber nein, es gibt Toiletten. Und der Hype Train ist abgeschlossen. Vielen Dank, Leute. Hype Train Stufe 2. Danke an alle, die mitgemacht haben. Ich habe einen lustigen Maulwurf-Emoji bekommen. Der Hype-Fail? Was? Warum war denn das ein Fail? Sehr wertend hier, finde ich, von Twitch. Die Boxen sind übrigens auch miteinander verbunden. Aha. Es ist hier nur etwas schwerer zu sehen bzw. zu handeln. Ich habe mir das schon gedacht, dass das irgendwie weird ist. Da ist scheinbar niemand drin. Wir könnten, glaube ich, tatsächlich die Luftschächte benutzen, um uns fortzubewegen. Ne? Aber ich glaube, dann kenne ich mich einfach überhaupt nicht mehr aus. Jurassic Park 3 kam 2001 raus. Ja, okay. Blöder Dino. Ah, Dinos, ey. Die Giraffe ist aber cool. Kuschelpsiana. Die sieht irgendwie echt witzig aus, der Giraffen-Emoji. So. Wir haben aktuell kein Ziel. Und ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen. Muss ich mal kurz gucken, was wir im Inventar haben. Nein. Wir haben Stecker. Okay. Wir haben die ID-Karte, die wir umprogrammieren können. Oh Gott, welcher Raum war denn das? Ich glaube, ich weiß es ungefähr. Das können wir jetzt auf jeden Fall mal machen. Und ich glaube, dann können wir den Aufzug benutzen, wenn mich nicht alles täuscht. Und das war, glaube ich, wenn wir jetzt geradeaus durchlaufen und dann in die erste Tür rein. Klappe, Klappe, Dino. Aber in Resident Evil 2, 3 gibt es eine Toiletten. Das weiß ich bestimmt. Ich dachte, hier wäre der Computer gewesen. Habe ich mich etwa komplett vertan? Nee, da steht er. Perfekt. Ein Gerät, das die Daten einer ID überschreiben kann. Die Daten des Personals der ersten, zweiten und dritten Ebene oder B1-Ebene sind in diesem Terminal registriert. Und um Daten schreiben zu können, benötigen Sie eine ID-Karte. Nee, Quatsch. ID-Karte nutzen. Ja, und wie die bluten kann, das hatten wir schon öfter. Initialisiere Kartendatenschreibsequenz.
Personalregisternummer eingeben. Ah, damn it. Personalregisternummer. Irgendwo eigentlich auch die Dokumente, die wir gelesen haben, gespeichert? Ich befürchte fast nicht, ne? Wir können uns ja einfach mal durcharbeiten, ne? Irgendwann müssen wir beim Richtigen ankommen. Kann sich nur um Jahrzehnte. Personalnummer aufgefallen. 00000. Oh, das war schon zu viel. Ach nee, ich muss jedes Mal im Inventar die auch noch auswählen. Das ist mir zu blöd. Einfach mal machen. Wie lange kann es schon dauern? Ja, eben. Gut. Schade. Dann. Wir haben ja theoretisch noch ganz viele andere Schlüssel-Items in unserem Inventar, die wir noch nicht gebraucht haben. Wie zum Beispiel den Fingerscanner. Ah, Fingerabdrücke scannen. Ah, jetzt verstehe ich. Okay. Ja, okay. Ich verstehe es. Jetzt passt mal auf. Jetzt muss ich nur durch die richtige von den beiden Türen gehen. Wir müssen wahrscheinlich in dem Raum mit dem Aufzügen von dem wissenschaftlichen Mitarbeiter, der da am Boden rumliegt, den Fingerabdruck scannen. Und dann, ich hoffe, der hat noch Arme. Und dann kriegen wir wahrscheinlich die Personalnummer von dem und können die in den Computer schmeißen. Jetzt muss ich nur noch mal den Raum mit den Aufzügen finden. Und es sind einfach überall Millionen Dinosaurier. Oh, der Aufzugraum ist... Nee. War der da unten, der Aufzugraum? Die Musik ist sehr beruhigend. Ich habe keine Ahnung, wo der Aufzugraum war, leider. Ah, warte mal. Es könnte sein, dass er gleich hier ist. Yes! Fingerabdruckdaten wurden gesammelt. Und jetzt? Huh. Können wir die jetzt auch irgendwie auslesen? Haben wir ein Fingerabdruckdaten-Auslesegerät? Huh, schade. Ich habe das Gefühl, wir sind irgendwie einen Schritt weiter, aber was mache ich jetzt mit den gesammelten Fingerabdruckdaten? Ich weiß es nicht. Shepson ist jetzt ein Wordrider. Shepson, vielen, vielen Dank auch für deinen Sub. Das ist total crazy. Wir sind jetzt schon bei... Wie viel? 126, ne? Ich kann es kaum sehen. Wir sind jetzt nur noch 14 schon wieder vom nächsten Bonus entfernt. Dankeschön, Leute. Ihr seid die Besten. Genau, prüfen versuche ich mal. Warte gleich, Vampire Girl. Warte noch. Noch keine Spoiler. Seit 17 Monaten schon, Shepson. Vielen, vielen Dank. Das ist super cool von dir. Prüfen. Wenn eine ID-Karte angelegt wird, dient dieses Gerät zur Datenerfassung. Die Datenkarte kann neu beschrieben werden. Ja, gib mir einen Tipp, Vampire Girl. Gib mir mal einen Tipp, weil ich stehe gerade echt auf dem Schlauch, leider.
Hi Rado Siffy. Ui, mein Lieblings-Resi-Lore-Quassler ist online. Na, da bleibe ich doch glatt da. Das freut mich. Hi, schön, dass du mit dabei bist. Auch wenn ich gerade keine Ahnung habe, was ich hier eigentlich mache. Oh, warte mal, hier ist ja die Munitionsbox, die ich vorher nicht öffnen konnte. Yes, das ist jetzt schon mal gut, die können wir öffnen. Jetzt hätten wir auch echt mal ein bisschen coole Munition, ne? Ich müsste mich echt ein bisschen von... Hey, aber inwiefern wird denn hier bitte das Inventar geteilt? Zugang. Sortieren. Zugang. Fahrstuhlhalle. Hm. Weiß ich nicht, ob die alle geteilt werden. Also ich wüsste gerade nicht wie, aber gut, okay. Du hast doch die Registriernummer von Mark Dooley gefunden. Brauchst aber noch seine Fingerabdrücke. Ich kann mich nicht mal mehr erinnern, wer Mark Dooley ist, leider. War das der mit der mit dem Maschinengewehr, hätte ich von dem die Fingerabdrücke gebraucht. Und ich weiß auch, ich weiß nicht, ob ich die, die, ich kann mich nicht erinnern, dass ich die Registriernummer von dem gefunden habe, aber okay. Okay, anscheinend sind die Boxen aber color-kodiert, ne? Hm, okay. Ich habe jetzt eigentlich ziemlich viel Shotgun-Munition, ne? Ich habe jetzt hier 10, 20, 23 Schuss, dann nochmal 500 Schrotschuss und 3 ziemlich gute Pfeile. Ich könnte jetzt mal anfangen, Dinosaurier zu erschießen und nicht immer vor denen wegzulaufen. Gut, leider habe ich mir die Registriernummer von diesem Mark Dooley nirgends aufgeschrieben. Aber da müssen wir wahrscheinlich jetzt wieder in den Keller, damit wir seinen Fingerabdruck klauen können, ne? Befürchte ich. Ich habe keine Ahnung, wo der war. Nee, Mark Dooley lag draußen beim Haupteingang. Die Fingerabdrücke muss halt immer zur Registriernummer passen. Ha. Okay, und von dem Kerl hier haben wir keine Registriernummer, nehme ich an, ne? Schade. Er trägt weiße Kleidung, vermutlich ein Forscher. Okay, dann gehen wir mal zum Haupteingang. Ah, ja, ja, Haupteingang. Ja, ja, jetzt weiß ich's. Moment, da lang. Falls du den Code für den Computer benötigst, ich könnte ihn dir sagen. Ja, gucken wir mal. Jetzt warte mal. Also wenn ich den wirklich schon mal gefunden habe und einfach nur vergessen habe, mir den aufzuschreiben und ich finde ihn nicht nochmal, dann schauen wir einfach im Internet nach, würde ich auch sagen, bevor ich jetzt nochmal rumirre. Irre. Inventar voll, nicht genug Platz. Meinen wir den da? Okay, der sieht nicht so aus, als könnte man noch Fingerabdrücke nehmen, aber es geht anscheinend. Aber ich verstehe das Rätsel nicht. Woher wüsste ich denn jetzt, wer das hier ist? Personalwechsel. Aha, Registriernummer. Forscher. Okay, dann haben wir es jetzt, glaube ich. Cool, cool. Ich meine, es macht natürlich für so ein Dino-Crisis-Spiel total Sinn. Aber ich glaube, mir wird es tatsächlich ein bisschen mehr Spaß machen. Also ich finde es schon sehr cool, ne? Aber mir wird das Spiel, glaube ich, tatsächlich besser gefallen, wenn wir ein bisschen mehr, aber dafür sehr viel schwächere Dinosaurier hätten.
Ich glaube, das wäre für mich irgendwie cooler. Dann würden mir die Kämpfe mehr Spaß machen. So, jetzt gucken wir mal kurz. Ich nehme jetzt, glaube ich, mal... Ich hab gar nicht mehr so viel Heilung leider aktuell, ne? Eieiei. Dann nehme ich jetzt mal nix. Regina geht schon noch gut, hoffe ich. Ach, das ist der Teil 2, den ich da beschreibe. Okay. Viele schwache Dinos, das wäre schön, ja. Okay, da an der Seite raus und dann direkt in die Tür gegenüber. Sofort wieder rein, damit uns gar niemand lang irgendwie beißen kann. Regina geht's nicht mehr gut. Was liegt da? Schnell, schau nach, ist es Heilung? Mein Inventar ist voll, Blutstiller, brauchen wir gerade nicht zum Glück. Ab in die Tür. Okay, jetzt pass auf. Objekt benutzen. Finger. Nee, ID-Karte nutzen. Bla bla bla. Blibla blu. 5. 7. 0. Guckt, mit unserer Methode hätten wir nur 57.000 und ein paar zerquetschte Versuche gebraucht und schon hätten wir es von alleine rausgefunden. Easy. Die Registriernummer wurde verifiziert. Bitte geben Sie die Fingerabdruckdaten ein. Willst du die Daten eingeben? Jupp. Greife auf gewünschte Daten zu. Sektion Physiklaboratorium. ID Forscher Mark Doley. Willst du die Kartendaten neu schreiben? Jupp. Bau. Die Kartendaten wurden überschrieben. Okay, wir haben neue Kartendaten. Und jetzt können wir den Aufzug benutzen. Okay, alles klar. Eieieiei, speichern wir. Das haben wir uns verdient. Aber dass ich jetzt ausgerechnet von der Leiche, die da draußen liegt, den Fingerabdruck brauche, wäre ich nie drauf gekommen. Ich hätte mich auch nicht mehr erinnert, dass wir da einfach mal so ein Dokument mit Nutzerdaten oder so, also mit einem Registriercode gefunden haben. Komplett nicht mehr. Okay. Let's go. What? Ernsthaft? Ungünstig. Ah, okay. Trotzdem ungünstig. Ist der immer noch nicht tot? Der steckt ein bisschen viel ein für meinen Geschmack. Okay. Jetzt haben wir es. Meine Güte. Ganz schön zäh, diese Dinosaurier. Fühlt sich wie eine Riesenverschwendung an, sowas zu benutzen, aber hey. Dafür muss sie ihre Waffen irgendwie nicht nachladen, ne? Oder? Keine Ahnung. Eine Akte mit dem Titel Sicherheitshandbuch Teil 1. Willst du die Akte lesen? Na, meinetwegen. Aber machen wir mal wieder mit einer lustigen Stimme, damit es nicht ganz so langweilig ist. Das klingt sehr langweilig. Donkey Kong, das elektronische Schlosssystem der Einrichtung ist überholt worden. Ein neues Codesystem, das mehr Sicherheit gewährleistet. Das war aber auch dringend notwendig, weil das Donkey Kong-System ist das absolut unsicherste und schlechteste, das ich mir überhaupt vorstellen kann. Das mehr Sicherheit gewährleistet wurde eingeführt. Bei der Passworteingabe müssen Sie Folgendes beachten. Zahlenbasiertes Schlüsseldekodieren Teil 1. Wenn Sie im Schlüsselfeld Zahlen statt Buchstaben befinden, können die Zahlen Code für Buchstaben darstellen.
Hier ist eine Korrespondenzliste von Zahlen und Buchstaben zum Dekodieren. A1, B2, C3. Wow. Wow, das ist ein ausgeklügeltes System. Ey, ich weiß nicht, ob wir damit arbeiten können. Das ist mir zu komplex. Aber okay, versuchen wir es. Crazy. Das Ebene B1 gezeichnet. Willst du die Karte, Kartendaten kartifizieren? Kartendaten kartifiziert im Kartenmenü. Sehr gut. Echt sicher. Finde ich auch sehr gut, dass die das abgegradet haben, ne? Dass jetzt Zahlen Buchstaben repräsentieren können und zwar in alphabetisch-numerischer Reihenfolge synchron. Es ist ziemlich genial. Ich glaube, da kann sich so schnell keiner mehr reinhacken. Nee. Das ist jetzt ziemlich safe. Der Donkey Kong L. Ich glaube, da haben wir alle Bestandteile, die wir brauchen. So, sehr gut. Oh, 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 oh. Wir haben eine 3, eine 4, eine 5, eine 6, eine 7 und eine 8. Ich muss mir das jetzt aber wirklich der Einfachheit halber hier schnell aufschreiben, damit ich es auf einen Blick habe. Warte mal. Das ist C, D, E, F, G. Wie viel sind es? 1, 2, 3, 4, 5, 6. C, D, E, F, G und H fliegen raus. Dann haben wir hier ein L. Ein F, das fliegt raus. Ein A fliegt raus. C, B fliegt raus. D fliegt raus. Ein O. Kein E, kein G, kein H. Ein R. Kein F, kein A, kein C, ein T. D, O, R ist erlaubt. Lottery. Weedle, deedle, deedle, deedle. Moment, war das falsch? Lottery. Da ist wirklich irgendein Fehler drin. Damn it. Was habe ich falsch gemacht? F ist nicht erlaubt. A, C. Ach, warte mal. Ich bin dumm. Ja, Entschuldigung. A ist natürlich schon erlaubt. Ah, shit. A und B sind ja schon erlaubt. Haben wir noch irgendwo ein A? Es stimmt trotzdem nicht. La. B ist auch erlaubt. Dann weiß ich schon, okay. Laboratory. Weil da noch ein A reingehört. Laboratory. Ist das auch vielleicht ein bisschen nicht so eine gute Idee, dass das Passwort fürs Labor Labor ist? Ich bin jetzt nicht hier der IT-Sicherheitsexperte und so, aber okay. Ich höre Dinosaurier. Ich töte Dinosaurier. Die Zeit des Laufens ist vorbei. Jetzt haben wir ein bisschen Munition und ich werde sie nutzen. Komm her. Ist da gerade einer einfach so gegen die Wand gelaufen? Das hat sich so angehört. Ah! Clever Girl! Ich muss das schnell speichern, weil ich versuchen will, ob ich da durchschießen kann. Es ist lustig, wie dumm die sind. Oh, ich kann nicht durchschießen. Komm mal, das ist irgendwie so eine. Ah doch, es geht. Ich glaube, ich würde die gern töten, bevor wir wieder aufmachen, muss ich ganz ehrlich sagen. Die waren so klug, die Raptoren, ey. Früher. Das glaubt man gar nicht. Ich vermute ehrlich gesagt, dass das eher wirklich so an Raptor-Intelligenz auch rankommt tatsächlich. Dass die hier irgendwie
ewig lang gegen diese Laserwand laufen und sich denken, ich komme hier nicht durch, was ist denn los? Vielleicht, wenn ich noch stärker mit dem Kopf dagegen hau. Ich glaube, ich esse meinen Keks gleich auf. Hopp, 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 hopp. Ich glaube, ich esse meinen Keks gleich aus. Hey, jemand hat meinen Keks gegessen. Ich glaube, so ungefähr sind Raptoren eher gewesen. Den haben wir es gezeigt. Das war ein Kampf der Giganten gerade. Sehr schön. Hey, Mr. Westcoast. Hallo und Dankeschön. Der Schutz besteht darin, dass kein Angreifer auf die Idee kommt, dass es so einfach ist. Ja, ich glaube aber, das ist in Wirklichkeit eine ziemlich doofe Idee. Schmeckt Raptor wie Hühnchen. Wenn ich das richtig verstanden habe, das alles so, ne? Als einfacher Dinosaurier-Nerd ohne irgendeinen wissenschaftlichen Hintergrund. Dann sind Dinosaurier zwar nah verwandt mit Vögeln, aber gehören eben weder zu den Reptilien noch zu den Vögeln, sondern sind eben eine eigene Klasse. Und insofern kann man nicht genau sagen, wie die schmecken würden, weil die sind ausgestorben. Aber vielleicht wie Hühnchen. Komm her. Das gefällt mir gar nicht. Ah! Oh, um Gottes Willen. Warum sind denn die so unglaublich zäh? Werden die eigentlich irgendwie robuster, je weiter ich im Spiel fortschreite? Den ersten konnte ich mit 3 Schüssen töten. Und jetzt guckt euch das da an. Ja, nee, das Kämpfen macht mir leider keinen Spaß. Das finde ich ein bisschen schade. Ich hätte wirklich gehofft, dass die Kämpfe sinnvoller sind, sage ich mal. Weil Kämpfen ist halt wirklich quasi eigentlich immer die schlechte Entscheidung, habe ich das Gefühl. Super, jetzt habe ich Medizin S dafür verbraucht, dass ich hier Medizin M looten darf. Das war kein sehr guter Tausch. Naja, kannst du nichts machen. Weiter geht's. Let's go. Leder ist halt zäh. Ja, aber so zäh. Ach, ich höre schon wieder Dinosaurier. Wenn Rohöl aus Dinos besteht und Plastik aus Rohöl bestehen, sind dann Plastikdinos eigentlich echte Dinos? Hm. Das sind die wahren Fragen eigentlich. Vielleicht wären die nicht so zäh. Ja gut, das kann ich mir durchaus vorstellen. Okay, los geht's. Hallo. Darf ich mal kurz hier gucken? Ist nix? Ach, come on. Nein, der hat mir die Waffe aus der Hand gepeitscht. Ist zwar super nervig, aber dass das geht, ne, dass die das können, finde ich schon sehr cool. Auch super gemein und so natürlich. Ah, nein, das war ein bisschen dumm, aber... Nein, schnell! Ha! Hey, das ist cool. Das gefällt mir schon irgendwie. 2 Stecker. Oh, das ist gemein. Ja, genau, ne? Aber das ist halt auch so ein bisschen, glaube ich, der Sinn des Spiels. Ich hätte halt einfach gern was, das ein bisschen mehr actionorientiert ist, muss ich zugeben. Ist halt Geschmackssache. Aber tatsächlich will eigentlich das Spiel, glaube ich, wenn ich mir den Schwierigkeitsgrad auf normal so angucke und wie tough die Gegner sind und wie wenig Munition man kriegt, dass man eben wirklich seine Umgebung nutzt. Deswegen gibt es so viele Lüftungsschächte, in die man klettern könnte und eben diese Laserfallen und Rollos und Tore, die man aufmachen und verschließen kann. Ne, ich glaube, das will eigentlich eher wirklich so gespielt werden, dass man seine Umgebung auch wirklich nutzt. Aber da habe ich keinen Bock drauf. Sieht wie ein Tagebuch eines Forschers aus. Willst du es lesen? Meinetwegen. Ich glaube, der Forscher war sehr männlich. Der hat sich ungefähr so angehört. März. Dritte Energie. Ein System, das scheinbar aus dem Nichts unendlich viel Energie erzeugen kann. Wenn dieses System problemlos läuft, ist eines der größten Probleme unserer Zeit gelöst. Es ist richtig, dass das System ursprünglich für das Militär entwickelt wurde. Wir waren bereit mitzuarbeiten, weil es auf eine bessere Zukunft hoffen lässt. Doch etwas stimmt nicht.
Das Militär behandelt uns übertrieben freundlich für die einfache Entwicklung eines grundlegenden Energiesystems. Ich muss den wahren Nutzen dieses Projekts herausfinden, bevor irreparable Schäden angerichtet werden. Was plant dieser Mensch nur? April. Ich konnte im letzten Monat keine Hinweise finden. Er ist ein echtes Genie. Er scheint unsere geheimen Nachforschungen bemerkt zu haben. Ich höre, er habe irgendwo auf dieser Etage ein Geheimlabor eingerichtet. Um herauszufinden, was er vorhat, muss ich dieses Labor finden und vernichten. Okay, das war ein bisschen zu viel jetzt. Eine Stufe zurück. Juli! Endlich hat Mike etwas gefunden, das auf den Ort des Geheimlabors hinweist. Er sagt, er habe den Hinweis an unseren geheimen Stelle in der Bibliothek versteckt. Kirk hat sich regelmäßig mit Oberst Clay, dem Leiter des Projekts, im Computerraum getroffen. Was haben Sie noch vor? Dankeschön, männlicher Wissenschaftler. Müssen wir noch mal in die Bibliothek schauen. Die Hinzugabe eines Gases mit einer Giftigkeit von unter 30% kann das Gas komplett neutralisieren. Rotes Gas neutralisiert das Gift im grünen Gas. Blaues Gas neutralisiert das Gift im orangenen Gas. Grünes Gas neutralisiert das Gift im violetten Gas. Denken Sie beim Mischen von Gasen an diese Regel. Ich hasse die Regel jetzt schon. Die Regel kann mich mal. Muss ich jetzt hier Gas mischen, bevor ich ersticke oder sowas? Dieser Computer steuert den Experimentierraum. Auf der Anzeige steht etwas. Schlosscode. Ist immer gut, wenn irgendwo auch einfach sichtbare Passwörter auf irgendwelchen Displays sind. 2748. Ich schreibe mir das mal auf, vorsichtshalber. Ja. Batman Vader war der Name von dem Wissenschaftler. Darth Batman. Wir sind hier. Da ist ein verschlossener Raum, in den können wir nicht rein. Die Tür ist verschlossen und es ist nirgends ein Schloss oder etwas Vergleichbares zu finden. Da hängen irgendwelche Zettel, mit denen können wir nicht interagieren. Wir wissen, dass es ganz viele verschiedene bunte Gase gibt, die sich alle gegenseitig neutralisieren. Und wir haben eine sehr weiße Tafel, eine Leinwand, auf der Bilder mit einem Projekt